So, Kinders, ich mache erstmal hier, ich mache Licht an und so und ich bereite mir gerade einen leckeren Tee vor. Und dann schauen wir erstmal, begrüßen wir erstmal alle, sagen wir erstmal Hallo, Stinky Winky, das ganze Programm. Da, 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 da. Ah. So, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Exi ist da. Der Senfmann ist da. Der Megalodon ist da. WD40 ist da. The Mary ist da. Und Martina K. ist da. Und Venom ist da. Und Negan ist da. So, das war's auch schon. Patrick der Letzte. Hieß du früher Patrick der Erste und dann wurde dein Account gebannt und dann hast du dich umbenannt in Patrick der Letzte? Okay, ist on the way. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. So, Kinders, jetzt machen wir erstmal hier so ein bisschen Einleitung. Die anderen spielen gerade noch da in ihrer Anfänger-Lethal-Company-Gruppe. Ne, da will ich jetzt auch nicht ärgern oder so. Sven ist noch irgendwie essen. Aber ich habe mir gedacht, ich starte schon mal ein bisschen durch, ganz elegant. Wisst ihr, das ist ein bisschen einen gesunden Stress aufbauen. Oh, heute war ein toller Tag, sage ich euch, wie es ist. Wir haben heute ganz spezielle Folgen aufgenommen von Ranch. Ich sag euch eins, Ranch muss eines Tages auch vorbei sein, damit wir wieder Platz für andere tolle Projekte haben. Aber das, was da heute passiert ist, also ich bin da nicht stolz drauf. Und ich werde höchstwahrscheinlich keine Werbung darauf kriegen. Auf die vorletzte Episode, ja, aber die letzte, ja, ne? Aber es muss Platz geschaffen werden. Wir wollen ja mit Onkel Kies auch noch ein paar andere Games zocken. Und außerdem ist da ein bisschen mehr Platz für Zombie-Spiele. Das Finale war grande. Es wird grande sein. Ich weiß gar nicht, wann es genau kommt. Morgen oder? Nee, übermorgen, glaube ich. 2 Folgen oder so haben wir gemacht. Samantha ist da. Hallo, Samantha. Jetzt musst du dich wieder benehmen. Kay ist wieder da, gell? Aber keine Angst, wir verraten ihm nichts. So streut man die Saat, weißt du? So, ich habe fast alle Weihnachtsgeschenke zusammen eigentlich, außer für meine Freundin. Fünf Frames, Venom, das ist. Das wären ja 5-mal so viele. Bei uns geht das, Megalodon. Ich weiß nicht, Megalodon. Normalerweise müsste das auch auf YouTube gehen. Mitgliedschaften verschenken. Normalerweise müsste das auch bei YouTube gehen. Einnahmen. Kanalmitgliedschaften. Mein Umsatz. Mein Kanalmitgliedschaftenumsatz ist um 4% gesunken. Das muss Kiesjoss schuld sein. Dumm, 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 dumm. Kleine Spende für die Firma. Geil, dankeschön. Vielen Dank, Tom, für 10 Euro. Mega nice. Aber Kies hat auch das Unglück irgendwie, ne, so über die Jahre, dass er irgendwie so als höhere Institution gilt. Hab ich ja schon mal gesagt, ne? Der kriegt immer die Schuld für alles. Gell?
so Leute, so wie Betagott oder so, die haben dann keine Zeit mehr, wollen irgendwie Familie haben und sagen, ah, YouTube ist scheiße und dann, ja, Kies ist schuld. Du und ich und sie treiben gleichzeitig du und ich und du machen gleichzeitig Liebe, Baby. Nein, Kiescher macht das schon alles ganz gut. Guck mal, mein Rechner, den er mir damals geschenkt hat. Oder das Geld, was er mir damals geschenkt hat, damit ich überhaupt, damit ich wenigstens meine Miete bezahlen konnte. Es war jetzt nicht genug, um mehr als die Miete zu bezahlen. Es gäbe alte Männer, die würden auf der Straße leben. Kies ist Chef von YouTube, er sperrt seine eigenen Videos oder macht sie gelb. Ja, weißt du, es ist ja so eine Werbemasche. Natalia, hallo, die Täubin ist da, die Melli ist da, hallo, einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt erstmal danke für die Spenden. Tom, erstmal Dankeschön für den Zehner. Andreas, Dankeschön für den VIP, Alter. Also den Sexy-Kreis Austrian Redneck-Stuff. Ne, Austrian Redneck. Also der Sexy-Kreis ist ursprünglich, liegt er bei 500. Ne, weil ich halt nicht wollte, dass er so oft kommt. Wenn jetzt aber so Donation-Trains entstehen, ne, und dann kommen, dann haben wir, wenn wir dann so ein Donation-Train haben und erreichen da irgendwie so eine Spitze, dann müssen es nicht dann insgesamt 500 sein oder so, sondern ne, da muss dann, da kommt die Stimmung auf, dann kommt der Donation-Train irgendwie rein und dann kann ich den, dann trigger ich den auch mal so. Ne? Wieso Stream kaputt? Ne, bei mir ist Stream nicht kaputt. Mir geht's Stream. Ich wollte gucken wegen Kanalmitgliedschaft, ihr Lümmel. Werbeeignung. Analytics. Du bist YouTube-Partner. Anzeigen im Shorts-Feed. YouTube-Giving. Shopping. Supers. Kanalmitgliedschaft. Kann ich denn? Weitere Optionen. Drittanbieter-Integrationen. Kann man das denn gucken, wie man... Verfügbarkeit der Funktion, Standardfunktion, Funktion mittlerer Stufe, erweiterte Funktion ist aktiviert. Allgemeine Information. Berechtigung Community. Kanalrichtlinien, Vereinbarungen. Kann das nicht sehen, wo... Es gab mal so ein Fenster, wo man sehen konnte... Ihr wisst schon. Deine Angebote für Mitglieder, Mitgliedschaftsstufen, Best Practices. Links zum Teilen. Sag mal Ada, Ada. Warum? Wie geht's vor allem mit den Steady-Ansagen? Das ist... Ich bin entweder... Also entweder bin ich wirklich faul... Oder ich bin einfach schon über den Punkt wieder hinweg, dass ich im Moment keine genaue Fokusrichtung mehr kriege irgendwie. Also es läuft ab und zu, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Und jetzt geht nicht wieder rüber und sagt, oh, ich bin schuld. Ich bin ein erwachsener Mann. Und wenn ich keine Lust auf Sachen habe, dann kann ich das auch, dann sage ich dem Mann das auch. Ne? Aber ich habe jetzt auch in den letzten Tagen dann, ich konnte ja keine Ahnung, dass ich Fieber kriege, dass 450 Kilo Schnee fallen, dass meine Tochter nicht in die Schule kann. Weißt du, da hast du wieder 5 Tage so einen Stress. Klar, kriegst du da irgendwie ein bisschen Ausschlag am ganzen Körper und Durchfall und Schlafprobleme. Aber Schlafprobleme habe ich immer. Das ist ja auch das, was immer Leute nicht, geh doch einfach mal früher ins Bett. Hm, genau, das funktioniert auch so gut. Ne, das ist wie, wenn du Leuten mit Depressionen sagst, ja, hab doch mal gute Laune. Guck dir doch mal einen lustigen Film an. Ja. Genau.
Weil wenn man lacht, ist man ja auch gleichzeitig sofort glücklich. So. Man in Black, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Du darfst auch gern öfter schreiben. Wie, du hast Asthma, atme doch einfach. Ja, genau, Döniel, genau sowas ist das. Ne? Die Leute immer so, ja, geh doch mal früher ins Bett und so. Oder du sollst dich doch nicht so stressen. Der Stress und die Freude an Videospielen, klar, verursacht das alles. Ihr wisst, wie es ist. Es ist vor Weihnachten. Dum, 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 dum. Es ist, guck mal. Guten Abend, lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Es sind nur noch 2 Wochen im Endeffekt. 7. Nächste Woche Donnerstag ist der 14., danach die Woche Donnerstag, ja. Es sind quasi noch 2 Wochen, ist schon Weihnachten. Ein paar Tage mehr, 3. Omega-3 hilft gegen Schlafstörungen, ja, genau. Ist alles ganz einfach. Ich habe nicht die Art von Schlafstörungen, die man mit ein bisschen Omega-3 bekämpfen kann. Ne, das ist genauso wie du, wenn die Leute zu MS-Patienten rennen und sagen, ja, du solltest Stress vermeiden und vielleicht mehr Vitamin D zu dir nehmen, das soll helfen. Ganz genau, ja klar. Du kriegst die übelste Chemokeule an Medikamenten, weil dein Körper sich selbst frisst. Ja, ein bisschen Vitamin D hat schon immer geholfen. Ja, Rohypnol hilft auch gegen Schlafstörungen, DK. Das wäre eher was bei meinen Schlafstörungen. Das ist die Art von Schlafstörungen, die ich habe. Ja, Weihnachten ist immer Stress pur. Und dann so, aber ich habe soweit alles besorgt. Jeder kriegt irgendwie eine Kleinigkeit aus meiner Family. Meine Mutter wünscht sich nur einen neuen Zahn. Dumm, 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 dumm. Katha, habe ich Danke gesagt eigentlich? Ja, HWD. Ja, habe die Ehre. Das Gesicht mit umarmenden Händen auf einen schönen Abend. Hier ein kleines Spendchen für dich und deine kleine grinsender Smiley. Ach ja, Brooklyn in Horn bin ich vor 10 Jahren das letzte Mal gewesen. Ja, Andal, dann geh mal dahin, lass mal krachen. Dankeschön, vielen Dank für den Support. Neuen Zahn. Nein, sie hat... Meine Mutter ist, guck mal, meine Mutter hat bis auf ein paar kleine Nebenjobs in ihrem Leben nie gearbeitet. Ne? Mein Vater hat immer gutes Geld verdient und meine Mutter hat 4 Kinder auf die Welt gebracht und also sie hat gearbeitet, aber nicht so wie, also keine Systemarbeit. Sie hat zwischendurch, hat sie mal bei so Bäckern oder so, so 420-Euro-Jobs oder wieder oder 500-Euro-Jobs oder was, ne, hat sie mal zwischendurch gemacht, irgendwann, als alle Kinder aus dem Haus waren und so, aber auch nicht viel. Und sie ist lungenkrank, hat COPD, jetzt hat sie sich vor ein paar Jahren noch einen Arm gebrochen oder die Schulter gebrochen und das ist nie richtig ausgeheilt. Also, ne, wenn, also 43 hätte sie keinen Gruß mehr machen können mit der knirschenden Kiste. Und die Krankenkassen, wie das halt so ist, wenn du dein Leben lang in eine Krankenkasse einzahlst ohne Ende und einen Großteil deines Geldes im Prinzip da reinpumpst in ein Milliardensystem, was sich ja angeblich so gut auffängt. Und jetzt mussten sie ihr einen Zahn rausmachen, einen Backenzahn. Und das nervt sie halt ultimativ, dass der weg ist. Und sie hat vom Zahnarzt und so, die haben dann hin und her und bla bla. Wenn sie jetzt einen nicht so einen komischen Silberklumpen da drin stecken haben will, sondern noch nicht mal ein Implantat, aber halt einen Zahn, der aussieht wie ihre anderen Zähne, dann muss sie knapp 500 Euro mit drauf zahlen. Weil die Krankenkasse einfach sagt, zahlen wir nicht. Ne? Die Drecksschweine, ist halt so. Sorry, dass ich das so sage, aber Krankenkassen, das ist... ich weiß nicht, wer so ein System geschaffen hat von, das ist eine Zwangsversicherung, die du haben musst... Weißt du, die du gesetzlich besitzen musst, also es gibt gar keinen Weg daran vorbei, eine zu haben, was auf einer Seite nicht schlecht ist, aber auf der anderen Seite rattlern die Wichser um jeden Cent. Ne? So, das ist, keine Ahnung, einem Idioten, der beim Skifahren sich das Knie raussprengt,
dem bezahlen die jede Scheiße, ne? Aber eine Rentnerin, die eine alten Frau, die ihr Leben lang quasi mit eingezahlt hat, über natürlich meinen Vater, ihren Mann, aber trotzdem, ne, pumpt man das ja da rein. Sein Leben lang, die Kinder waren mit in dieser Versicherung. Immer, ich bin immer noch in dieser Versicherung. Also, ne, und da grattlern die um jeden Pfennig. Aber wenn du dir, ne, auf der Skipiste ein Knie wegsprengst, zahlen die dir 15 Operationen mit Cyborg-Knie. Ist überhaupt keine, ne, kein Problem. Aber wenn du halt mal was brauchst, weil dein Körper auseinanderfällt und du alt wirst, dann lächerlich. Und ich und sie treiben gleichzeitig, du und ich und du machen gleichzeitig Liebe, Baby. Oh yeah. Tom, dankeschön für die VIP. Richtig geil. Ja, aber dieses, ne, Zähne machen sie nur das Minimum, brauchst du eine Zusatzversicherung. Gerade das ist ja die Frechheit. Weißt du, gerade das ist ja die Frechheit, dass sie dir 14, irgendwas Prozent und das noch erhöhen wollen. Ja, also du bist fast bald, bist du auf einem Fünftel von allem, was du überhaupt verdienst, was du als Zwangsabgabe leisten musst. Und dann musst du dich noch zusätzlich versichern, damit du dann Zähne kriegst. Und wenn du dann nicht mindestens 3 Jahre drin bist in dieser Versicherung und mit Vorerkrankungen, da steht ja immer, wir übernehmen bis zu 100%. Ja, genau, klar. Wenn du mit 8 Jahren eingetreten bist, dann, und ne, deine Eltern schön bezahlt haben, bis du volljährig bist, dann, klar, dann blechen sie. Aber wenn du so wie ich jetzt mit den Zähnen, die eh schon kaputt sind, ich habe das mal ausrechnen lassen von mit meiner Zahnärztin. Mit dem, was ich jetzt habe, wenn ich jetzt eine 100% Erstattung haben wollte, dann müsste ich jetzt im Monat, wenn ich jetzt einsteige, im Monat fast 200 € bezahlen, damit ich überhaupt nach einem Jahr irgendwie 80% kriege und dann nach 2 Jahren 100% erstattet. Und dann kann ich die Scheiße auch so direkt bezahlen, wenn ich die Kauleiste haben will. Oder ich fahre halt nach Ungarn und lass mir die Dinger da wegmeißeln. Das kannst du auch machen. Fliegst du nach Wien? Zum Flughafen, da gibt es Shuttle-Service, die fahren direkt von Wien mit dir nach Ungarn, da machen die Kauleiste, fahren nicht wieder zurück. Und jetzt wollen wir Kinder halt, wir legen dann zusammen und dass meine Mama sich den Zahn wenigstens bezahlen kann, so. Da gibt es genug Services. Und ich kenne viele Menschen, die sich in Ungarn die Zähne machen lassen haben und die sprechen da alle Deutsch in den Kliniken und so. Und die meisten, die ich kenne, hatten keine Probleme. Ich hatte einmal eine Bekannte von meiner Mutter, die hatte da Probleme irgendwie, weil sie da irgendwas nicht ausgemessen haben und der eine Zahn war wohl zu groß und hat die anderen dann so ein bisschen weggedrückt oder so, aber das haben sie dann auch gratis geklärt wieder. Also sie haben sie gratis repariert. So. Ja, jetzt weiß ich nicht, ich warte ja hier auf eine Einladung, ne? Der Ralf soll mich gleich mal einladen, wenn ihr eine Lobby habt, falls hier gerade jemand zuhört, zufällig. Der Shisha Krumann ist ja auch da, hallo! Ungarn ist Deutsch, auch fast die erste Fremdsprache. Gut, ist ja auch direkt da Österreich und so und überall, ne? Ich habe auch gesagt, ich glaube, ich mache das wirklich. Ne? So doof das klingt, aber weil ich habe ja auch, ihr wisst, durch meine ganzen Vorgeschichten, die ich so mit Substanzen, die mein Körper nicht so vertragen hat, hatte, so in meiner Jugendzeit oder, ne, also so von Jugend bis hohes Alter auch fast, so vor allen Dingen noch bevor mein Kind auf die Welt kam und so, ne, da habe ich ja ziemlich viel von auch, ne, und, habe ich auch, ich warte einfach, bis die Kacke kurz vorm Zusammenbrechen ist komplett und dann fahre ich einmal nach Ungarn, lass mir da auf dem Glasblick irgendwie unter Vollnarkose einfach das Gebiss irgendwie neu stutzen. Da bist du immer noch billiger weg als hier für, guck mal, meine Ex hat für 2 Zähne mit Titanstift und Zahn obendrauf für 2 Stück, also pro Zahn hat sie fast 2.600 € bezahlt oder so. Und er hat es ihr dann noch so ein bisschen billiger angeboten, ne, aus Kulanz.
Und für 4.000 Euro kriege ich in Ungarn schon, da kriege ich schon auf jeden Fall die Frontleiste gemacht. Ja, wie gesagt, wir packen alle zusammen. Ich habe jetzt gesagt, meine eine Schwester hat gesagt, sie gibt einen Hunderter. Die andere Schwester hat gesagt, sie gibt einen Hunderter. Mein Bruder, weiß ich nicht, was er dazu tut. Der verdient jetzt auch nicht so viel Asche. Aber der wird wahrscheinlich mindestens einen Fuffi dazu tun. Und wenn es 500 kostet, dann mache ich den Rest. So, ich habe gesagt, die sollen gucken, ich zahle den Rest. Lass den mal 500 kosten. Dann zahle ich den Rest, weil sie wünscht sich schon dann, weil sonst hast du da so einen komischen Bleizahn im Gesicht hängen. Zahnärzte sind krass teuer und die können ja auch jeden Preis verlangen. Die können ja auch jeden Preis verlangen. Die können ja jeden Preis verlangen, weil Zahnschmerzen ja auch mit das Schlimmste sind, was du haben kannst. Klar, Schmerzbehandlung und so ist umsonst. Oder beziehungsweise mit in der Krankenversicherung, ne? Seid ihr schon fertig? Nee, eigentlich nicht. Ich warte darauf, dass sie mich einladen. Aber macht ja keiner. Vollprothese. Siehst du, Fragment 3, so läuft das. So mache ich das auch irgendwann. Ich lasse mir den ganzen Scheiß da rausmeißeln, Alter, und dann... Oder bin ich nicht online? Doch, oder? Doch, ich bin online. Kann ich da einfach beitreten? Einfach mal da rein. Gucken, was passiert. Ah, jetzt kommt er mit der Einladung da. Jetzt kommt er. Guck mal, ist sogar unser Speicherstand. Wer das Horn gekauft hat, weiß ich nicht. Er war beschäftigt. Was ist mit dem Horn passiert? Ist Sven schon da? Was war das? Pinkelt da jemand? Sein. Muss ich mir jetzt eigentlich noch mehr Bildschirme kaufen, damit ich alle Streams gleichzeitig gucken kann, oder was? Wahrscheinlich. Kauf dir hier diesen einen von... Welcher ist das? Dieser BenQ oder so? Dieses riesen Otter-Gerät? Ja, Ralf lässt sich einen Rücken schrubben und hat wieder die Zeit vergessen. Jo, drei davon. So. Ich kann jetzt... Warte mal, halt, stopp. Ich mach jetzt erstmal kurz alle... Ich mach jetzt erstmal alle Streams an. So. Wir sollten uns gleich bei Discord erstmal auf stumm schalten, ne? Also ich höre euch alle doppelt. Und weil siehst du, Andal fährt mich nach Ungarn, ey, und da lasse ich mir dann die Zähne kloppen. Ach, du bist noch nicht... Was? Was? Ich bin drin. Du kannst aber... Ja, Sven ist noch nicht... Falls ich dein Freund bin, kannst du auch so beitreten. Ich weiß nicht... Du also live? Du hast gerade irgendwie merkwürdige Probleme. Also ich bin live. Ach so. Schon lange. Ja, warte. Ich mache Einladung. Ja, oder hier. Warum bin ich immer der Einlader, Mensch, hier? So. Ja, ich dachte, du hast ja, bist doch der Horst, oder nicht? So. Ja, das könnte vielleicht passen. Wem gehört denn das Ding da? Ich klau das. Cannot hold. Wieso kann ich das nicht aufheben? So, Lisa, ich schalte dich jetzt stumm, ne? So, ich schalte dich jetzt auch stumm. Ey, alle schalten mich stumm, die wollen alle nicht mehr mit mir reden. Ja. Voll frech. Vor allem der da nicht. So, die richtigen Leute habe ich hier stumm gestaltet. Muss mal kurz okay, muss noch kurz hier und da. Ja, ich glaube, das werden wir noch live gehen. Dann mach ich ja, ich hab gerade das Knöpfchen gedrückt, Mann! Warum drückt eigentlich niemand mein Knöpfchen? Ich kann rüberkommen und drücken, ich aber mit dem. Du kannst rüberkommen! Also, sobald ich einen Schneepflug an meinem Auto hab. Ja, mittlerweile, die Straßen gehen wieder halbwegs. Gestern hat mich sogar ein Schneehaufen gerettet.
Ich habe mir sagen lassen, dass der Deutschen Bahn es völlig egal ist, ob in Bayern gestreikt wird oder nicht. Das wird den Fahrplan sowieso nicht besser oder schlechter machen. Nö. Aber ich hab schon Konzepte gesehen in Bayern von dem Snowtrain, Snowpiercer. Ja. So. You're in deep. Access file sieht auch nicht schlecht, dass man das bevor das Schiff gelandet ist. So, bin ich denn da? Irgendwie streamt der nicht. Wie verbindet sich der nicht? Wer hatte dieses Note hier gefunden, was ich mal kurz auf den Boden schmeiße? Ja, du bist da, Sven. Ich bin da? Das klebt sich. Ja, wenn du das auf dem Laptop oder hier auf dem Computer eingibst, gibt es da andere Koordinaten irgendwie, keine Ahnung. Aber der Stream läuft noch nicht, ne? Nee, genau. Okay. Das nicht jetzt Bild. Moment. Moin, Kiet. Wieso kann man das eigentlich nicht mal zurück an die Wand kleben? Das ist ja echt. Ja, das hat mich auch gerade gestört. Ich hab's abgerupft und konnte es nicht mehr kleben. Wir legen das jetzt hier alles schön so dahin. Glaube ich jetzt. Ruben ist da. Ruben Roman, die Familientaube. Ja, jetzt bin ich da. Okay. So. Das ist so. Ja, das ist unser Safe Game vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob wir unser. Ihr habt euch wahrscheinlich auch alle über YouTube oder so ein bisschen lustig gemacht. Oder lustige Videos angeguckt und so. Man. Ach nee, komm, fang nicht wieder mit der Kacke an. Wie auch immer es war, bitte nicht. Du hast nicht genug Bildschirme, um mir zu beweisen, dass ich es war. Ja, warte, ich muss raustappen. So. Ich beweise das jetzt. Wir müssen nur noch aber eine Runde. Aber kreist nicht sowieso die Weihnachtsbeleuchtung, die dann anging? Ja, echt mal, wo ist unsere Weihnachtsbeleuchtung hin und so? Ja, Weihnachten ist noch nicht rum. Das Problem ist, ich hab jetzt. Mann, wo ist der Lichtschalter? Der ramontische Tisch ist auch nicht da. Was mach ich denn? Wo ist der Lichtschalter? Verdammte ich Scheiße! Ich suche ihn doch gerade! Ich kann nicht unter Druck! Du hast doch selber angemacht und ausgemacht und so! Hat das Mikro bei euch auch gesperrt, weil er so geschrien hat? Was geht schon wieder los, ey? Kann man mit der rechten Taste nicht nach dem Lichtschalter springen? Können wir jetzt irgendwo landen? Nee, das ist der Lautsprecher. Ey, ganz ehrlich, ich finde ihn nicht mehr. Ich kann Start Game machen, kann ich. Komm, Start Game. Ich glaube nicht. Loading World. Oh, jetzt habe ich eine Chance. Mal. Da, zack, so, okay, wunderbar. Was ist das für ein komisches so also Waiting for Crew? Du hast ja, zwei Streams auf gleichzeitig? Ja, das hört sich doch gut an. Ja, kann sein, dass YouTube heute irgendwie auch einen Schatten hat wieder, ne? Weil ich verliere auch zwischendurch ein paar Frames irgendwie. Oh, saurer Regen, voll geil. Wem hat das Mikro hier gehört oder das Walkie-Talkie, was hier auf dem Boden lag, das hab ich jetzt. Weiß ich nicht, ich hab gar keins. Wie viel Geld haben wir? Ja, wir haben ziemlich viel Geld, also wir sollten kaufen. Nee, ich hab ein Walkie-Talkie. Also ich möchte mit jemandem gehen, der ein Walkie-Talkie hat. Ja, hast du auch eins? Nein, deswegen will ich ja mit jemandem gehen, der nur eins hat. Wie viele soll ich bestellen? Wie viele Walkie-Talkies? Ich geh mit Ralf mag mich, Ralf hat mich gern, ich gehe mit Ralf. Nicht mit der da. Soll ich drei Walkie-Talkies bestellen? Am besten drei. Oh ja, oh. Warte mal, ich kann auch noch was mitmachen. Was hab ich getan? Ja, drei. Wir brauchen drei Walkie-Talkies. Okay. Kann man sich eigentlich vorbeugen? Bin ich jetzt vorgebeugt? So, wen haben wir denn da eigentlich? Almetree ist da, ja. Martin on Fire ist da, Clint Eastwood ist da, Lengard ist da und Dennis Rautenberg. Haha, das ist ein Berg voller Hashtags. Hä? Raute? Das ist mega Gag. Was macht Kreis da? Macht Kreis jetzt einen Livestream an unserem Computer oder was soll das hier? Ja. Ich glaub schon, ja. Oh, schon. Der Eismann! Ja. Der Eismann! Woo. Oh nein! Was machen die denn da draußen? Ich höre nur Leute schreien. Was macht ihr hier? Ist da noch eins? Hier ist noch eins. Ich hab mir noch ein Zuckerli bestellt.
Wo sind alle hin? Was hast du gesehen? Hallo? Hallo? Nee, wir stehen noch. Hallo? Sind wir noch alle da? Ich sehe nur noch Kreis. Oh. Für alle, die es noch nicht wissen, Romy macht heute Nacktstream. Schon wieder Nacktstream bei Lisa? Ja, aber jetzt ist die linke Hälfte nackt. Da kann man sich dann so eine Art Starschnitt draus machen. Wo seid ihr? Also so quasi ja, Romy-Bang. Lass mal nicht was Walkie-Talkie reden. Hallo? Hallo? Ja, wir wissen. Ja, aber wie soll ich denn antworten, wenn du woanders bist, Mann? Ja? Ja, wo ist Lisa? Weiß ich nicht. Okay, Walkie-Talkie anmachen. Guck Lisa, mal. Bitte? Sven, schau mal. Ich hab eine Leiter. Oh Gott. Fuck mal bitte Lisa an, Lucy. Ich nehme sie. Lisa, bist du noch Lisa, da? Bist du noch? Sven hatte einen Unfall. Lisa, Sven hatte so ein, nicht so ein Stoppschildunfall, aber einen anderen Unfall. Das war ein Arbeitsunfall. Das war ein Arbeitsunfall. Ja. Hallo. Oh Gott. Ich glaube. Entweder ist Lisa. Nee, Lisa. Die ist tot. Walkie-talkie, oder? Lisa, bist du hier drin? Wie, ey, ohne Scheiß, wie geil du rein. Du, bevor du reingehst, so. Ach, die ist tot. Gehst rein. Wollen wir jetzt hier alleine reingehen? Ja, aber wir müssen ja was holen, sonst wird uns die Kompanie feuern, oder nicht? Ja, ich hab nicht mal eine Taschenlampe. Hast du eine Taschenlampe? Nee, aber ich hab eine Pfanne. Ja gut, ich hab eine Leiter von dir. Ja, pass mit der Leiter auf. Die anscheinend für uns. Die, ja. Kann die auch Monster töten? Weiß ich nicht. Oh Gott, ey. Also ich bin ja so viel, ich gucke von euch allen Streams nicht. Guck mal, hier ist noch ein großes. Weil sonst macht das Spiel ja keinen Spaß. Das große können wir im Eingang liegen lassen. Wo bist du da? Ich bin. Ah, da drüben liegt. Aber das hat nur einen Wert von 21. Da liegt aber irgendwas. Ja. Was ist denn da alles? Klein, ne? Ich geh mal noch mal hier in den Nebel. Wo bist du? Ich bin in den Nebel gegangen. In den Nebel? Ja, ich muss kurz dem Sound folgen. Hier ist nichts. Ja, ich bin auch. Hier ist super hell, ja. Ja, ja, okay. Da war aber nichts. Schön. Ich höre hier was. Was war das für ein Geräusch? Ja, ich sag ja, ich höre was, aber was das für ein Geräusch war, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich hab die Hände jetzt voll. Oh, was denn? Ich hab jetzt. Ding. Ja, ich hab ein dickes Ding jetzt. Ja, komm, dann lass abbauen. Ich glaube, ich nehme mal kurz dieses Opfer damit. Ja, nimm den mal mit, der faule ja, Sack. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran er gestorben ist. Also. Lisa muss ja auch an irgendwas gestorben sein anscheinend, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, die hat... Oh nein! Oh nein! Nein! Ich glaub, da ist sie gestorben! Da ist er, der Leitersack! Was? Was war das? Du Leiterschwein! Oh Gott, sind wir alle! Lisa, bist du daran gestorben? Ich bin durch drei Leiterschwein! Da war Treibsand! Die Clay hat ein Mini da gelassen, dankeschön! Oh, scheiße, ey. Oh Gott, kannst du dir nicht ausmalen, also, wie dämlich wir sind. Das, also, ey, das mit der Leiter. Moment mal, ja, also hier ist einer. Also alle sind durch ihre eigene Dummheit gestorben und einer durch die Dummheit eines anderen. Ich nenne aber keine Namen. Aber ey, ich habe eine Funktion, ich kann auf jemanden zeigen. Warte mal. Ganz wirklich, so. Wer stellt sich schon unter Leitern? Ne, also. Eine Leiter, wer das Ding offen
warte mal da. Wie bei WrestleMania 10. Oh oh. Also ich glaube, wir sind definitiv tot. Oder? Ja, ja. Ja. Wenn ich so zusehe, kann ich immer feiern nach dem stressigen Tag. Ich glaube Tag. Auch. Gerne, wir haben nichts zum... So, und jetzt benehmt euch. Martin ist heute hier Moderator auf Probe und denkt dran, der weiß noch nicht, wie das geht. Es kann auch einfach sein, dass der euch aussieht. Eben, guck mal, weißt du, ich mache ihn so, Leiter machen so, Unfall. Weißt du, so, das war so. So ist passiert, wenn Versicherung fragt. Ich folge auf Instagram so einem Kanal, der zeigt immer so Arbeitsunfälle in der Industrie. Die gehen auch nie wirklich gut für die Opfer aus. So. Und kein Scheiß, das ist vollkommen realistisch, was da gerade passiert. Ja. Oh. Gibt es Permabann? Ja, du kannst Leute auch bannen. So. Intern? Aber ich kann die dann wieder entbannen. Intern? Aber das ist nicht einfach, sage ich dir. Wieso bin ich der einzige Intern? Bei mir ist das schon einfach. Du hast diese riesige Bannliste. Boah, Alter, wirklich, ey. Das sind mittlerweile über 1000 oder so. Ich habe das ja bei mir so eingestellt, dass nur Leute, die überhaupt ein Abo dagelassen haben, schreiben können. Seitdem habe ich keine Bots mehr. Ihr müsst übrigens gegenseitig Werbung machen. So viele gebannt? Holy shit. Ja, gut, diese aber. Diese ganzen Chatbots, ne? Diese ganzen. Hier hast du Oralverkehr, bitte, bitte. Ja, gut, aber. Oder hier, Link zu nackten Frauen. Romy TV, was? Joy Romy TV. Da krieg ich auch immer Links für. Ich bin nicht nackt. In dem Moment kam das Ladeding. Bei mir kam so ein. Ja, bei mir war auch so. Ich bin nicht nackt. Wo gehen wir? Gehen wir was verkaufen oder was machen wir? Hör mal, haben wir genug Geld, um irgendwie Scheiße zu kaufen? Ja, ein bisschen. Ja, können wir ja nicht. Also können wir. Also ich brauche kein Funkgerät mehr. Solange Kreis eine Leiter hat, brauche ich kein Funkgerät. Das wäre Geld verkaufen. Ja, aber wir brauchen vielleicht. Moment, haben wir noch Zeit, was zu verkaufen, was zu sammeln? Ja, haben wir noch. Ja, dann los. Aber ich habe. Ja, komm, ich will Taschenlampen kaufen. Ja, vielleicht Funkgeräte, oder? Sven hat seins verloren. Ich hatte das dann in der Tasche, aber bin im Treibstand versunken. Ja, alle haben verloren. Wir sind alle gestorben. Sven ist schon losgerannt. Schön. Okay. Oh. Schön. Läuft ja wieder. So, ich hab's. Na, okay. Walkie-Talkies hat nicht gepasst für alle. Also, ich kann nur 3 Walkie-Talkies kaufen. Das Problem ist, dass du bei YouTube mit dem Entbannen halt Probleme kriegst, wenn jemand gebannt wurde, weil bei YouTube wird das nicht sortiert. Wenn das wenigstens nach Namen sortiert wäre oder so, dass dann jemand schreibt, ey, kannst du mich entbannen, bla. Der Eismann ist da. Holt euch. Da. Nee, kein BH. Hä, was hast du denn? Da war nur ein Funkgerät drin, oder? Ich hab ein Funkgerät aufgehoben. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Hallo? Ralf, sag mal. Ralf! Ja, da kommen jetzt drei Shops nacheinander. Wieso? Ach, Ralf. Ja, ich wollte gerade 4 kaufen, ging nicht. Habe ich 2 gekauft, habe ich tatsächlich anscheinend die Großschreibtaste gehabt, dann war da Hashtag. Hier liegt noch eins, da liegt noch eins. Das war's. Ich nehme mal eins und leg das ins Schiff noch. Ja, bitte, weil ich weiß nicht, lebt Sven noch? Wo ist Sven hingerannt? Der ist einfach losgerannt. So. Ist das schön. Ach, ist er schon wieder Sachen am Holen? Hey Mann, im Schiff liegt ein Funkgerät für dich. Ich hab eine Kiste Bier. Geil. Ja, sag ich doch, lass die mal los und holen. Na, Hauptsache er holt das richtige Zeug. Ja, Bier klingt doch gut, oder nicht? Wo geht's denn hier hoch? Brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde der Röhre folgen und dann müssten wir eigentlich schon ankommen. Was ist das? Check, hallo? Ich hab Hallo. Ja, schön. Du stehst neben mir, aber wo sind die
Wir sind der Röhre entlang gelaufen. Ich höre irgendwo Sven in der Ferne. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh, guck mal, Clint Eastwood hat einen Mini rausgeholt. Dankeschön. Ja, das ist, ne? Romy, kennst du das schon, wenn man einen Mini rausholt? Mein, eine Arschflöte. Mein Mini hat, will keiner mehr sehen. Steffi, danke für dein Follow. Nein, da springe ich nicht rüber. Ah, ah. Komm, ich helfe dir. Ich wollte extra noch dir entgegenrennen, damit du halt auch trotzdem von mir abprallst und runterfällst. Das war aber gar nicht nötig. Ist jemand tot? Roger. Ach ja, durchzählen, Sven. So, hier zwei. Ja, ich bin auf dem Weg. Wo ist Ralf? Ralf? Ja, ich kriege nicht durch hin, aber da gibt's dann weiter, glaube ich, ne? Ne, du kannst rumlaufen. Wenn du um den Felsen rumlaufst, da, komm hier. Nice. Bin im Gebäude. Roger. Hier brauchst du nämlich gar nicht drin. Hast du eine Taschenlampe? Nein, ich hab keine. Nein, hier ist nichts. Hm. Kai, sollen wir uns hier in diesen Darkroom? Komm mal mit, komm mal. Ich will dir mal was zeigen, komm mal mit. Guck mal. Ja, guck mal, Kai, ist der normal groß? Ja. Du hast doch Platz. Bei uns war jemand gebracht auf der Party. Ich bin echt stolz verzogen mit jemand unter dir. Guck mal, ist der normal groß? Ich weiß noch, wie Andruschka bei Lurch auf dem Geburtstag plötzlich vor uns stand und nach dem Pissen. So, er pinkelt den Busch, dreht sich um, sein Pimmel hängt aus der Hose und er guckt uns an und sagt, starrt ihr auf meinen Penis? Was soll alle gucken hin? Was? Ich weiß noch, wie Luis Opa und hier an dem Häschen, das ist das Kötzchen. Ey, hier gibt's gar nichts, oder was? Ja, keine Ahnung. Also hier, was ist das denn hier für eine Tür? Oh, haben wir dafür einen Schlüssel oder kann man die aus dem Schiff öffnen? Oh, müssen wir jetzt kaufen? Nee, da müssen hier wir. Waren wir schon? Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Hier ist auch nichts mehr. Waren wir hier schon? Liegt hier. Waren wir schon? Nee, hier im Ganzen. Ja, alle. Liegt hier nirgendwo ein Schlüssel? Auch, ne? Ah, ein Schlüssel? Ja, geil. Nein, ich hab gefragt, liegt hier nirgendwo ein Schlüssel? Was ist das denn? Nee, da müssen wir den kaufen. Fuck. Das ist der letzte Tag, also wir müssen jetzt. Man kann Schlüssel kaufen? Nee, ich glaube, man. Ich meine, wo? Man kann einen Lockpick kaufen. Ach, Lockpick, ja, stimmt. Ja, ja. Geht einer los und holt einen Lockpick, oder? Ich bin ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Ich kann das nicht, das muss jemand anders. Okay, dann mach jetzt das Mikro an. Also das Walkie-Talkie mach jetzt an und ich kauf mal, ja? Was machst du da, Lisa? Oh, warte mal, ich mein Walkie-Talkie. So, ich steck meinen Hintern auf ihren Kopf. So, ich drücke ihren Kopf aus. Okay, warte, ich geh von vorne. Oh mein Gott, du bist in mir. Ja. Aber sag es nicht von der Frau. Mir reicht zugucken. Das ist meine Ecke. Ja. Du musst von da hinten durchs Fenster gucken, bei der geschlossenen Tür. Dieses Bild auf dem Land. So, weißt du, so. Hallo. Ihr könnt loslegen. Ich weiß, mein Mann. Da. Buhmann! Immer noch nicht eingestellt, aber es wird immer noch ein Gespräch am Ende der Ausbildung geben. Hey Sven! Was los? Fang an! Tote reden nicht! Ich bin nicht tot! Ich bin tot! Ralf? Ist Ralf tot? Ich weiß, ich glaube, der meint ja gut. Nee, er mutet sich. Ich höre irgendwelche Schritte. Der wurde von irgendwas gefolgt. Ich höre Schritte. Ich lebe noch. Was für Schritte? Oh, Ralf lebt. Seid ihr drin? Ja, jetzt, wir sind drin. Ich lebe noch. Irgendwas bewegt sich hier drin ziemlich schnell. Ich höre Schritte, ja.
Aber das sind laute Schritte. Ah, hier, bei mir, Hier bei mir ist das, also wenn du da durchguckst, da kommt dann so ein Vieh mit ohne Beine, aber langen Arm und schlürft da so her. Da ist auf jeden Fall ein Schleim. Haben wir jetzt einen Lockpick oder nicht? Da ist es direkt an der Tür. Ach, das ist der Aua! Oh mein Gott! Das erwischt mich durch die Tür! Okay, also ich bin dafür, dass derjenige, der das Lockpick hat, auch die Tür aufmachen muss. Wer hat einen Lockpick? Ralf. Der Ralf. Ralf? Ich höre Ralf nicht mehr. Aber Ralf hat gesagt, er lebt noch. Ja. Ganz ehrlich, ich habe hier auch jetzt einen Schleim, der kommt hier gleich durch. Ja, der Schleim. Ralf! Ich bin draußen und Ralf ist nicht da. Das sind jetzt zwei Monster. Direkt vor der Tür. Ja, es ist auch schon spät, ne? Kann sein, dass der gejagt wurde, ne? Oh, ja, dann lass zurück. Können wir nichts machen. Ja. Hoch! Ich komm nicht hoch! Hier, rechts. Das ist der kürzeste Weg. Ja, ich ganz weit weg, so, oh Gott! Ja. Hier, Kreis, hier! Hier ist viel kürzer. Oh, hier, ich hab Monster, kein Fallschaden. Hier an der Wand entlang. So. Aber wir können doch auch hier lang. Wo muss ich hin? So, hier vorne ist das doch jetzt, oder nicht? Wo ist das Schiff da hinten? Hab ich noch Kontakt? Also, ich bin noch da. Ja, ich sehe sie auf dem Schirm. Romy, mach mal zu. Schnell. Ja. Hallo, wieso zu? Hier war ein Monster, aber das war bei Ralf. Also Ralf ist eh tot. Warte mal. Ich hab mir wehgetan, ich komm aber trotzdem. Ah ja, okay, da ist er. Okay. Mach die Tür auf! Ist er wieder zu? Okay. So. Wir haben eh verloren. Ralf ist tot. Ralf ist tot, ja. Glück gehabt, da kannst du echt... Stimmt, wir hätten Fire-Exit suchen können, ne? Stimmt, ja. Also klar. Ich weiß nicht, wo der ist. Also, bei Ralf waren gerade drei rote Punkte. Geh gerne und such den Fire-Exit. Das waren die Dinger, die uns einmal auf der Anfangsmap... Titte schreibt im Chat, haben. I remember Ralf. Do you remember? I remember. Don't you... Mach die Tür wieder zu! Ralf. Oh nein, die Hydraulik! Da. Zu damit. Jetzt bin ich beschnitten. Ja, wir können jetzt eigentlich nur zu kommen. Ich schätze mal, Ralf hat einen Leiterunfall. Ja. 53, 72. Gewinnt ihr in dem Spiel auch mal was? Ja! Wir haben, guck mal, wie weit wir eigentlich sind an Tag 3 oder so. Aber jetzt müssen wir gleich. Ich hab eine Kiste Bier bekommen. Wir müssen bei Tag 1 dann wieder anfangen. Der Autopilot hat sich eingeschaltet. Wir fahren zurück. Ja, wo wollen wir hin? Ja, siehst du, Ralf ist auch der Faulste. Und der meist Paranoidste. Allerdings ist er auch derjenige, der tot ist. Also so paranoid war es dann nicht. Wo ist denn eigentlich... Aua! Was ist passiert, Ralf? Ja, ich weiß nicht. Also da waren drei Hundeviecher und die haben mit mir geschattet. Also ich muss das Walkie-Talkie ausmachen, weil die hören mich. Oh no. Oh. Zeit zu sterben. Oh nein. Macht euch bereit für die große Absaugung! Ich hab die Kiste hier! Mit einer Kiste Bier im Weltraum. Er hat das Goldene losgezogen. You are fired. Das ist auch eine tolle Art. Dunkles Stahlherz. Mir ist mein Handy ins Wasser gefallen? Wieso? Im Klo? So, jetzt gab es drei traurige Leichen im Weltall und einen sehr zufrieden. Einer hatte Bier. In 1000 Jahren finden sie deinen gefrorenen Körper und sagen, Mann, das ist ein Lebemann. Ja, das ist die Guinness One war das. Ja. Und Dieter ist schuld. Make yourself at home.
To complete the onboarding process, you will want to check the instructions. Oh Gott, was war das für Geräusch? Ja, Sven sucht schon, weißt du, Sven sucht schon. Oh no, Mann, Sven! Nein, Sven, das war ich komm. Nicht, greif mir Lichtschalter gebrotzt. Okay, aber da hatte ich da auch schon hingepackt. guck mal, Ralf, Ralf. Oder nee, ich guck nicht, ich, so. Ich bin... Okay. Wir gehen irgendwo hin jetzt und sammeln. Wir sammeln. Haben wir schon Geld ja. für Walkie-Talkie oder müssen wir ohne Talkie-Talkie? Wir haben tatsächlich Geld, ja. Aber ich weiß nicht. Oder guck mal, hier auf dem Schild steht, watch the clock, read the manual, use the terminal, stick together und don't miss a quote. Also, ne, die also, Quota. Ist das? Ich könnte für alle ein Walkie-Talkie kaufen. Ich könnte tatsächlich auch nochmal für alle ein Flashlight kaufen. Das klingt doch gut. Geil! Also Flashlight wäre mir lieber. Also entweder Walkie-Talkie oder Taschenlampe. Ich würde sagen, wir machen eine Kombi, oder? Ich hätte gern das Flashlight von dieser einen hier, von dieser. Wie heißt die denn? Ja, okay, also zwei Walkie-Talkies. Und ein Taschenlampe, hätte ich gesagt. Janik, guck mal, wie heißt die Dame auf Twitch? Unten ohne Romy. Hallo. Das ist die Joy Romy TV. Ich sprich das wenigstens vernünftig aus. Ich hab ein paar Freunde, die sprechen das Joy Romy aus. Romy. Achso, das ist die Joy Romy. Ah, oh, I had a vacation ja, in America. Ich muss nochmal korrigieren. Der richtige Name ist Joy Romy TV. Joy Romy. Joy Romy. Das ist einfach nur komisch. Stimmt, das ist. Hier, wie. Joi! Joi! Kann man jetzt einer das Licht anmachen? Also, es triggert mich gerade wieder, ne? Also, mach mal jemand das Licht an! So. So, jetzt können wir landen. Und ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab mir zwei Walkie-Talkies gekauft. So eine Chaotenbande. Ja. Los geht's! Boah, ich hoffe, er stirbt. Lauf von den flammenden Triebwerken. Wofür ist eigentlich das Ding hier? Das weiß ich auch noch nicht. Hier ist irgendwie so ein Sauger. Das ja, ist das. Sobald das Schiff startet, stell dich doch mal davor. Das ist. Nein. Die Düsen sind hier. Die Düsen sind da. Das ist auch kein Sauger. Das ist. Warum das ist für Ralf? Das ist das Horn. Ach so. Das Horn? Entweder das oder es ist die Kacke-Ausspülung. Ich weiß nicht, muss mal schnuppern. So. Ja. Achso, die haben ja Funkgeräte bestellt, ne? Ich geh nochmal zurück. Ja. Oh, ich dachte, wir rennen jetzt wie die Helden rein, holen jeweils eine Kiste Bier und machen uns hier einen schönen Abend. Wo ist denn das blöde Ding? Hier. Der Eismann, hallo Janko! Sven, let's go, hallo. Genau. Hallo. Leroy Jenkins! So, ich hab ne Taschenlampe, fickt euch. Ciao. Ich auch. Also. Also geht ihr vor. Die Taschenlampenkinder gehen vor. Test, test. Ja. Ja, ich hab auch kein Funkgerät. Ich bleib bei. Wer rennt hier vor mir? Ja, ich glaube, das könnte Kreis sein. Wenn er klingt, als hätte er einen Schlaganfall, ist es Kreis. Hey, Lisa, na, bist du da? Hat jemand Stopp gerufen? Ich bin nicht da. Dass ich ficken kann. Na komm, Liebsche, wir machen es uns hier gemütlich. Ich hab was gefunden! Nee, der kommt damit hier! Ich hab was gefunden! Hey! Was habt ihr hier? Ich hab. Oder hinten ist noch eins! Ich hab ein Nest das gefunden! Was für ein Nest? Also, ja, bring das beides mal weg! lauf! Aua, aua! Bienen! Ich höre nur in der Ferne das Geschrei, Bienen! Ist ja gar nicht nackig. Wie die Romy ist nicht nackig.
Das kann man nur nicht sehen. Dafür musst du den Filter aktivieren. Das einfach unterlegt. Das habe ich dir nicht unterlegt? Doch, doch, das hast du nur unterlegt. Nein. Alter! Hast du gesehen, wie sie vor ihrem Bett saß? Ey, mach mal einen Schrank auf. Ich will das Nest da reinlegen und den Schrank zumachen, falls die Dinger ausbrechen. Kann ich das überhaupt? Ja, das sieht nicht aus, als würde das da reinpassen. Nee, shit. Weil, hast du mal gesehen, wie viel das wert ist? Nee, das geht nicht. Egal, lass liegen. Wo ist Ralf? Hallo? Hallo? Stimmt, ist ja schon tot. Ralf, bist du noch da? Er ist bestimmt drin. Martin on fire, danke. Hatte der ein Funkgerät? Ja, ich glaube. Ach so, okay. Test, Test, Ralf, check. Stimmt, hier, DK empfiehlt Gleitcreme für das Nest. Was war das für ein Geräusch, Alter? Die Flashlight müsste da liegen, wo er gestorben ist. Die können wir aufsammeln. Okay, komm, gib. Oh. Warum liegt hier so viel Blut? Ich weiß es nicht. Ich leg ihn mal. Der wurde halt einfach zerstochen. Wurde der zu Tode gebeamt? Na, ich nehme ihn mal mit zum Schiff. Ich glaube schon. Stream hat gerade eine ganz schlechte Verbindung irgendwie, ja. YouTube hat ganz fiese Verbindungen gerade. Aber ich wüsste auch nicht, woran es liegt. Ist Update irgendwas wieder am... So, ich habe mich mal neu eingeloggt und kurz den Server gewechselt. Vielleicht geht's jetzt besser. Test, Test. Alle mal F5. Nein, ich komm nicht hoch, weil der so ein Stein im Weg ist. Jetzt geht's, oder? Ich hab den Server gewechselt. Au, 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 au. Oh. Ich hab's überlebt. Somehow. Oh, Junge. So. Hast du den Server gewechselt? Was? Ja. Am besten gehen wir verkaufen. Wir haben eine Menge. Ja. Oh, ich glaube, wir sollten aber auch nur... Ich glaube, es... So viel verkaufen, wie wir nur brauchen, weil wir haben hier einen Wert von 330 Schiff. Wisst ihr, was ich meine? Nö. Ja, dass wir jetzt nur ein Bienennest quasi verkaufen und den Rest aufbewahren für den nächsten Tag. Genau, das ist halt viel smarter, weil dann müssen wir uns nicht so rumstressen, falls wir verkacken. Ja, ja, das stimmt. Oh, ich lebe wieder. Oh, ne, jetzt ist Strömung. Haben die Bienen dich erwischt? Also, ja, ich glaube schon. Die krass erwischt. Räumt das doch mal ins Regal hier. Wie sieht das aus hier am Schiff? Macht das mal ordentlich. Ey, Sven, ohne Scheiß, ne? Ich wollte gerade im Chat schreiben. Aber anscheinend geht das nicht, wenn man dich nicht abonniert hat. Kann das sein? Ja. Oh, du Schwein! Das ist meine Maßnahme gegen die Dings, gegen die... Benutze einen geheimen KI-Server, ja. Ah, okay, ja, dann hast du Pech gehabt. Ich wollte gerade sagen, so, Sustreaming! Doch, jetzt habe ich aber... Ja, Sustreaming! Ja, wann Sustreaming? Wann, ja, wann Sustreaming? Wann? Gar nicht, weil ich dann kotzen werde. 100%. Ja, nee, Lisa ja nicht, aber... Sven. Baumi und Sven. Ja, Baumi und Sven. Ist aus operativen Gründen, aber ich guck grad. Ich guck grad. Moons. Oh, übermorgen. Ja, aber, okay. Aber Company, wenn wir jetzt verkaufen, kriegen wir auch wenig. Also wir können trotzdem einfach an Tag 3 fliegen und dann nur eine Sache verticken, so ungefähr, oder zwei.
dass wir unseren... Wobei so ein Beam zum Bienenstock gibt, 139 sehe ich gerade. Ja, eben. Und wenn wir den dann... Wenn du rechte Maustaste, also hier Scans quasi. Ach so, ja. Okay, danke. Wie Streamende? Gar nicht Streamende, Malte. So Stream läuft. So ein V6-Motor kostet nur 25 Mücken. Den nehme ich, den behalte ich, den könnte mich... Wo sind wir gerade? Kann mal einer eben gucken? Wir sind gerade bei... March. Wir sind im All, die Tür geht nicht auf. March sind wir. Und dann fliegen wir mal... Oh, wir sind voll in ein schwarzes Loch geraten. Also Samstag, Zoom-Streaming mit Baumi. Nee, mit Baumi nicht, der hundertprozentig nicht. Der hat ein ärztliches Zertifikat, dass er nicht zuströmen darf. Nee. Das ist Quatsch. Doch, ehrlich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nee. Doch. Nab Norditsch. So, guck mal. Ja, Norditsch, Nabend. Ich seh dich da bei Kreis im Stream. Schön. Also eigentlich müssten wir noch bei Keys. Man in Black, weil das viele Leute fragen und das ist, ich mach das immer. Ich mach das zwischendurch, brauche ich Kamerapausen, damit ich chillen kann. Also Kreis jetzt mal kurz zu filmtechnischen, ne? Wir sind... Du und Keys, könnt ihr das nicht auch streamen? Ja. Zu zweit ist das natürlich ein bisschen krank, aber... Ja, eben, warum denn nur zu zweit und er streamt ja jetzt gerade hier dieses andere Spiel da und... Ja, ich sehe es gerade, ja, weil ich habe jetzt tatsächlich, ich gucke jetzt gerade kurz bei JoeFoamyTV, die haben anscheinend... So, jetzt mach ich das mal weg, weil ich habe da keinen Bock drauf. Nein, lass das doch da drin liegen! Wir sind noch gar nicht beim Biss. Ja, ich dachte, wir werden. Ja, ist ja gut, Mann. Ich dachte, wir werden beim Scheiß kraten. Mann, ja. Achso, allerdings hat Ralf jetzt kein Walkie-Talkie, ne? Nö, allerdings hat er kein Walkie-Talkie mehr. Ja, man kann nicht eins bekommen. So. Ich kauf. Ich kann keins kaufen. Okay. Ah, hier, komm, wir gehen. Komm. Wobei, wir haben das Geld zusammen, ne? Achtung! Treibsand! Hallo, Vorsicht, hier ist Treibsand. Wo ist Lisa? Ja, ich hab, Lisa ist, glaube ich, noch, weiß ich nicht, am Telefonieren. Letztes Mal, wo ich geguckt habe bei ihrem Stream. Vorsichtig, hier ist noch mehr Treibsand. Hier. Hallo. Hallo. Ich habe eine grüne Taschenlampe. Worum es in dem Spiel geht? Das wissen wir auch noch nicht. Ralf genau. Retten. Oh nein! Oh Gott, wie kann denn Treibsand auf dem scheiß Berg sein? So, da lebe ich wieder. Ich hatte gerade... Oh mein Gott, wo sind die? Wieso kann ich dich hören? Bist du tot? Wo seid ihr? Ah, nee. Schon gekauft? Wie kann denn... Vorsicht, da ist Treibsand auf dem Berg! Oh Mann, ey! Da kannst du bei Hugo vorbeischauen oder bei Sterzig. Hallo? Lebt ihr? Der große rettet Ralf-Simulator. Hallo, lebt ihr? Ich darf zu zweit kommen. Ja, ey, ja, Treibsand auf dem Berg ist halt wirklich... Wie gesagt, U12. Naja, aber ernsthaft, also seitdem... Ja, was heißt seitdem, aber... Portal war halt noch nie mein Spiel, um ehrlich zu sein. So, selbst nach Release habe ich mir jedes Mal gedacht, boah, muss nicht sein. Ich sah halt auch... Okay. Das hattest du auch mit dem Sand... Also du hast auch kein Walkie-Talkie, ja? Also, das geile... Oh! Irgendwas, was? Oh!
Moment. Mach an. Ah, hast du gesehen da unten? Nee. Da unten an der Tür ist irgendwas. Da, die. Das ist eine Mine, stopp! Nee. Jo. Das Geile ist, die Lisa denkt, die sind tot, ja, oder? Anne, Lisa kann. Die können dich nicht hören! Mach auch eine Mine, Vorsicht! Und mach dir jetzt die Tür gerade zu! Es wäre so geil, wenn sie. Ah, geschützt! Nö, da geh ich nicht rein! Auch so diese Reaktion für diese Mutter. Oh, ich kann. Oh, Mutter! Hey! Alter Johnny! Da ist er ja. Benji ist dein größter Fan. Lass sie alle rumschreien. Stumpf! Richtig stumpf, Lisa. So, Mann. Johnny, dankeschön, Johnny. Alter. Johnny, haut raus. Johnny, dankeschön. Benji? Hallo. Aber wieso Benji, Johnny? Johnny, wer ist Benji? Danke, Benji und Johnny. Nee, ihr habt geile Johnnies. Oh. Nö. Ja, bitte geh raus und geh wieder ins Schiff. Das wird. Ich gehe nach Hause. Unverrichteter Dinge. Weißt du, ich bin, weißt du, wie ich bin auf einem Berg im Treibsand abgesoffen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, hi. Wie, was machst du hier? Wieso schimmelst du denn hier rum? Ich war am Telefonieren, weil ich muss noch was klären für. Schlechteste Praktikantin aller Zeiten. Seit wann bin ich denn? Ich bin hier von euch die Ranghöchste, ja? Ich bin Part-Timer. Wieso bin ich kein Part-Timer mehr? Ich war auch Part-Timer. Ich war vor dir Part-Timer. Da steht bei dir nur intern drauf. Wieso wurde meins nicht gespeichert? Was hast du mit dem Chat getrieben? Stacheldraht-Eddy, hallo. Also. Taserface ist auch da. Ralf ist gegessen, aufgegessen worden. Alter, Johnny nochmal. Ralf ist auch tot, oder? Ja, Kreis ist in den Berg geschmolzen, so. Da war oben drauf. Ich mach mir mal eben Wasser heiß für einen Tee. Okay, dann wähle ich einen anderen Mond aus. Die sind beide im Arsch. Eine Fleischfresser-Pizza, Holger, das klingt sehr fleischig. Tippen. Ach, mach. Was nehmen wir denn? Aber dass du kein Lego Fortnite spielt, wundert mich. Ja, aber ich werde für Lego Fortnite spielen, so. Was trinken wir denn? Kannst du mal versuchen, das heißt, dass ich irgendwie Lego Fortnite spielen werde? Green Tea mit ein bisschen Lemon, oder? Oh, ja. Ich finde, die Mischung zwischen Fortnite, also Fortnite generell sagt mir ja nicht zu, aber die Mischung mir auch nicht. Fortnite Lego ist halt so richtig weird. Also ich habe ja direkt Lego ist Kopf. Ja auch gegen Gewalt. Wieso hat Melli denn jetzt so viele? Ich hab dann irgendwie direkt weiß so Roblox im Kopf. Hast du irgendwie leid, was Gutes gewürfelt, Melli, oder so? Ich weiß nicht, also ich kann mein Paar habe ich dir ja zugespielt. Ich hab dann immer nur diese etwas ründlichen Lego-Männchen. Keine Ahnung. Also, guck mal da. Chat, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ja, geil. Ihr lebt ja wieder. Also, es ist in den Berg geschmolzen. Okay, ja, ich bin untergegangen auf einem Berg, ja, weißt du? Aber auch so geil! Er springt so hoch! Lalala! Ego bin ich jetzt auch nicht mehr so drin, also ich. Ja, nur. Blue Bricks, wenn ihr das was sagt. Das ist so, ja. So ein Laden, der chinesische. Wir haben in Dortmund diesen Laden. Hier in der Nachbarstadt. Oh, das ist geil! Kalle, warum kaufst du hier Pullover? Ist dir so kalt? Pass mal. Junge. Pablo? Die K sagt Superchat geht nicht, was? Ich schalte mal was Seriöses in diesen Chat, bitte. Ah, da sieht man meine, nicht Lego, sondern mega Castle Grayskull. Ey, sollen wir einfach mal so einen Bienenstock verkaufen? Dann haben wir den Tag 1 geschafft. Sag mal, ja, also nur mal so aus Neugierde, weil ich das bei euch nie sehe, wenn ihr hier was lädt, ne? Macht das bei euch dann auch so drakonische Funken?
Ja, da wieder stimme ich definitiv zu. Also ich habe, hab ich was in der Nähe, was ich zeigen kann aus Klemmbaustein? Moment. Hast du sie jetzt gesagt, da wieder stimme ich dir zu? Ja. Nein, da stimme ich dir zu. Ich habe das gesagt, oder? Ich habe gesagt, da wieder stimme ich. Moment. Und jetzt will sie den Leuten irgendwas zeigen. Also alle nochmal schnell rübergehen. Here we go. Ihr habt mir doch beim Tee einschütten auf den Arsch geschaut, das habe ich doch gesehen. Was? Wer schaut hier wem auf den Arsch? Hier, die Leute gucken mir auf den Arsch, während ich Tee einschütte. Aber ich weiß nicht, manche sind eventuell jetzt schwanger geworden, gerade nach meiner kleinen Einlage hier. Ich rate übrigens schwerstens dazu, diese Klemmbausteine entweder im Blue Brick Store zu kaufen Johnny. Oder bei Mold King. Weil bei Temu zum Beispiel kam heute von Focus raus, dass es nicht Sachen verkaufen. Die würden in der EU nicht zugelassen werden. Nicht alles verkaufen. Nur ein Beanstalk. Das reicht. Okay, ist ja gut. Ich wollte eigentlich nur klingeln. Johnny, dankeschön. Johnny und Benji sind Fans. So, richtig geil. Ja. Oh, habt ihr schon vermisst. 106, okay, wir müssen noch. Nee. So. Obwohl, nee, wir müssen noch. Weil wir haben ja keine vollen Prozente. Nee. Aber hier ist noch eine Schraube drin. Hier ist noch eine Schraube drin. Weiß ich nicht. Nimm die Schraube, die hat einen Wert von 31. Also ich nenne dich jetzt einfach. Oder? Los, leg's hin. Da noch ein. Wieso mit Chef getrieben? Ralf, wir lieben dich. Johnny liebt dich. Ja, schön. Was macht ihr okay. da? Ja, hier, Romy muss noch mal klingeln. Auf welchen Arsch, den linken oder den rechten? Ja. So, ich hab dreimal geklingelt. Mehr wollte ich nicht. Ja, der hat das schon. Oh, 19! Nicht schlecht. Die war, was? Ja, die war geht die vom Preis runter? Uns fehlen noch 5 Dollar. Ja, wir haben nicht vollen Preis, weil noch nicht letzter Tag ist. Wir verkaufen ja nur für 60. Ich nehme jetzt die Schraube, werf die jetzt da hin und gut. Ja, muss okay. ja. Ding, 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 ding. Was hat es mit dieser Hotelklingel auf sich? Ich bin voll der Klingel-Ninja. Achtung! Oh! Hättest du gekauft? Aber DK... verbinden halt die meisten, das ist nicht. Man muss klingeln, damit der Hotelchef kommt, um einzukaufen. Entweder LP oder. Okay, LP. Das haben wir jetzt schon mal geschafft, die Quote. J ausgesprochen, Englisch. LJ. No. Was faselt es da? Guck ich. ein Teil geguckt. Ich fasel mit dem Chat, okay, ich habe Gefühl, gerade eine Diskussion. ich habe aber auch gerade Probleme beim. Also ein Teil Kreis, und das ist auch zu schauen. Aber ich wollte mal. Aber laut OBS habe ich was sehen. Laut OBS habe ich jetzt wieder grünen Verbindungsdings. Ich habe auch ein grünes Ding. Vorhin war es rot. 2 Euro, danke. Erstmal für dich und dann für Kreis. ich weiß, dass du gleich Geld kriegst. Frech. also Rainy und Stormy wollen wir nicht, ne? Dann fliegen wir mal dahin. Ist das nicht diese Porno-Darstellerin? Wir wollen alles, aber weißt du, was wir wollen? Licht an. Was ist denn jetzt mit Stormy Daniel? Nein, Ralf kriegt kein Licht. Doch, ich will Licht. Nein. Wieso holt ihr nicht einfach die Weihnachtsgedönse raus? Was hol ich? Weihnachtsgedönse? Weihnachtsgedönse. Ja, die Weihnachtsbeleuchtung. Moment. Ja, das, warte mal. Die müsste ich aber. Da liegt's nicht. Warte mal. Haben wir überhaupt was im. Ja, hallo. No items stored. Hier findest du. Da, guck mal da oben. Siehst du das? Da, wo ich hinzeige? Nee. Wie geht's dir denn so, Free World? Ja, da ist auch nix. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Tag. So. Sven, warum tanzt du den Eis an? Wer hat ein Walkie-Talkie, wenn nicht?
Ich hab eins. Ich hab keins. Also drei bestellen. Hä? Eins auf jeden Fall, aber ihr seid ja... Irgendwer kann auch schon landen, ne? Wir werden gestorben haben, ja, ich lande. Ich hab mich schon wieder verschrieben, warum verschreibe ich mich eigentlich immer? So, jetzt nochmal. Oh, das krieg ich aber auch hin. Hallo? Store. Was wollte ich jetzt kaufen? Walkie Talkie. Walkie. Am besten auch eine Flashlight. Talkie. Zwei. Eins von Kraft. Drei. Sag doch nicht, dass das entspannt ist. Also. Confirm. Ich kann mir vorstellen, klar, so Kinder sind. Nice. Aber entspannt, wenn eins auch noch krank ist, stelle ich mir weit auf die Situation vor. Wo landet das denn hier? Also ich habe jetzt drei Walkie-Talkies bestellt. Mein Auftrag ist erfüllt. Kommt drauf an, die alten. Bla bla bla. Was ist das denn hier? Dum 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 dum. So, und jetzt für dich lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Mr. 22, dankeschön. Hallo, hier oben, Test, Test. Okay, hier liegen noch welche. Oh, jetzt kam auch mal vom Heinrich die Donation rein. Geschwisterliebe, ja, okay. Ja, ich hab einen Zwilling, deswegen. Einen bösen Zwilling oder einen normalen Zwilling? Also, du kannst dir mich vorstellen als komplettes Gegenteil. Das also mit Schnurrbart. Zwilling. Du mit Schnurrbart. Nee. Also, aber trotzdem. Achso, ich wollte gerade sagen, also. Dicker Junge. Ja. Dicker, nein, ein dicker angezogener Junge. So kann man zu. Das ist wichtig. Hi. Hallo, ja. Ja, stimmt, das ja, ist nicht Romy, das ist ein Varomi. Varomi, ja. Hast du Rocky Fox gekauft, oder? Ja, hab ich. Vorsicht, ui. Bienen im Bereich. Naja, zum Eingang, oder? Okay, das kannst du dir auch so. Also ich würde sporadisch entscheiden. Das war nicht der Eingang. Dass ich mehr böse bin als meine Schwester. Ich bin am Eingang. Wo seid ihr? Aber das variiert immer. Wir sind am Eingang. Wir sind am Eingang. Folge dem Rohr. Wir sind alle da. So. Bitte bleiben Sie bei der Reisegruppe. Hallo! Sehr gut. Oh Gott! Okay, oh, pass auf, ich stehe hinter dir und leuchte und du polierst allen die Fresse, die da kommen. Oh. Aber ich die großen Gegenstände vielleicht in den Flur legen, nur das Stoppschild behalten. Ja, genau. Ja. Ich stelle dich direkt in den Flur. Siehst du hier was? Warte, erstmal hier. Scan, hier unten ist ein paar. Hier sind erst Gurken. Hier Gurken. Oh! Gurken. Und hier ist, yeah. Vorsichtshalber, hier ist... Ja, da hast dir schön die Gurken geholt, hä? Aber sowas von. Ganzes Glas Gurkis. Mal Ralf wieder. Oh hier, ich hab eine Schraube. Nicht so krass, also... Ey, aber Leute, ich meine, hier nachts Bock auf so eine... Auf so eine eingelegte Gurke. Das ist ein... Das mal schön eine Gurke durch den Entsafter ziehen. Echt mal schön so eine Gurke durch den Entsafter ziehen, mitten in der Nacht. Schöne, salzige, senfige Gurke. Mit schönen kleinen Pickel. Lass doch mal meine Gurken in Ruhe. Geile, senfige Gurke. Ja, da hätte ich auch. Lass meine Gurken in Ruhe, ihr habt nichts getan, ja. Ey, komm, einfach mal so nachts, wenn man so auch so eine kalte Bockwurst frisch aus dem Glas, Alter. Das muss mal zwischendurch. Warte, Ralf, bevor wir weitergehen, im Chat wurde mir gerade gesagt, dass wir die Sachen draußen hinstellen sollen, weil hier können die geklaut werden von diesen kleinen Insektenviechern. Ich hab ein Schild. Wieso gehen jetzt alle weg? Oh, das ist krass. Waren wir hier schon? Ich geh mal durch so einen Nebel. Hier, zwei, du bist weiter. Hier. Hallo? Hier. Ich glaube, Kreis ist da oben gegangen. Der Kreis ist da oben.
Ich bin oben, hallo, hier ist Dampf und Dunkel. Hat jemand eine Lampe? Ja, ich habe eine Lampe, aber hier geradeaus ist auch Dampf und Dunkel. Kreis, jetzt komm erstmal hier runter. Wir müssen die Sachen erstmal nach draußen bringen. Wieso? Ich habe nur ein Schild und das brauche ich zum Schlagen. Ach so, das ist die einzige Sache, die du hast? Ja, okay. Ja. Ja, okay. So, dann ist das Notwehr. Ja, genau. Shit. Oh Mann. Ich sehe nichts, wo bist du? Ja. Ich sehe die Augen nicht. Ich hab leider auch gemerkt, dass ich den anderen. Oh Gott! Schenk schon da, Mann! Verdammte Scheiße! Mehr. Weg hier! Oh Gott! Oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Aber er lebt noch! Wir sind hier drüben! Okay, warte, ein Stockwerk tiefer haben wir dasselbe Erlebnis nochmal, hoffentlich ohne Selbstschutzanlage. Ja, ich hoffe. Ach, da war ein Geschütz oder was? Ja, da stand in der Dunkelheit. Den hab ich ja gar nicht gehört. So null. Boah, ich seh nix. Ich seh auch gar nichts. Hat jemand Taschenlampe? Warte, ja, ich hab noch eine. Ich hab den Dampf ausgemacht. Oh, jetzt sieht man viel mehr. Oh ja, super, hier ist nur eine Sackgasse. Hier rechts vielleicht rum? Oh, das Licht an. Aber wir müssen erst. Hier ist geschützt. Weißt du, wo ich lang muss? Ich sehe gar nichts. Ich versuch mal eben den. Ja, also bei mir lachen noch alle, okay. Ralf? Ich glaub, Ralf hat's nicht geschafft. Ralf? Ist das wieder aufgestanden gerade? Nee, ich hab rausgetappt und dann wieder reingetappt und dann schlägt er. Ja. Ja, hinter dir. Keine Ahnung, da war es dunkel. Bin ich mal gelandet. Geh einfach am besten zum Schiff oder so. Okay, Taschenlampe ist alle. Hat jemand noch eine Taschenlampe? Nein. Ja, dann gehen wir jetzt zurück. Dumm. Weißt du, wo zurück ist? 69. Ja, ich weiß, wo zurück ist. Danke, das ist dein DK. Ja, okay, dann folgen wir dir. DK, der Pferd der Gruppe. Danke für den Support, Torino. Ich weiß nicht, YouTube stützt heute mal ab. Warte, Kreis. Ich bin da. Jetzt. YouTube hat heute irgendwie Probleme. Ralf, Alter. Das ist Schleim. Das ist Schleim. Der Toll. Hier lang. Da kann ich mit dem Schild, glaube ich, nichts machen. Ja. Oh, nee, Alter. Da kann sie, glaube ich, nichts machen. Ich glaube jetzt. Ich habe mich schon genug erschrocken. Links. Das kann gut sein. Sind wir irgendwo runtergegangen? Ja, ne? Da liegt was. Schon. Da liegt ein langer Achsel irgendwo. Hier, in der Ecke. Was? Ah. Hab ihn. Perfekt. Oh, wir sind hier zwar falsch, aber hier ist ein Raum. Da liegt was. Oh, hier auch, ne? Eckbieter. Oh, hier liegen so Plätzchenformen. Hier auch noch, glaube ich. Hier oben, guck mal. Lebt Ralf noch? Oh, oh Gott, okay. Das ist heißt. Hör auf mit dem Metallschneebesen in den Sicherungen rumzuspielen. Wir sind, glaube ich, falsch. Wir müssen wieder Stockwerk hoch. Wer hat denn die Kabel hier verlegt? Weiß ich nicht. Oh Gott. Schleim rechts. Aufpassen, nicht reintreten. Oh, moin. Müssen wir hier? Ich bin ziemlich sicher, dass wir da her müssen eigentlich. Beim Schleim? Beim Schleim vorbei. Okay, Sprinter. Oder hier. Okay. Er läuft einfach durch. Da ist noch ein Krabbelvieh hinterher. Oh Gott, Kakerlaken! Es hat mir meine Sachen weggenommen! Hat du dein Schild weggenommen? Ja! Ja, warum ist das zu? Ist es weg? Wo ist es hin? Es hat mir alle Sachen aus der Hand. Da, schlag sie! Es ist auf deinem Kopf! Oh, ich bin nicht. Ich will nur. Ja, hier! Du bist hier T-Bag! Oh mein Gott!
Das ist nicht. Oh, ey, wie unfair! Oh, Kacke! Scheiße, ich bin auch nicht! Hier ist das Funkgerät, hier. Ich bin nicht drin, aber ich bin draußen. Oh, was ein Arsch! Weil er lässt uns zurück! Er lässt uns zurück! Schwein! Schwein! Du Schwein! Nein, Schwein! Du hast uns zurückgelassen! Ich hab euch. Warum hast du uns geopfert? Wir haben drei Monster gekillt! Ich hab euch nicht zurückgelassen! Pinas! Ich hab euch nicht zurückgelassen! Wir hatten so viele Sachen, Plätzchen farmen! Ja, aber ich war auch beim Schiff. Du! Tschüss zu! Du! 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 Nee! Du! Nein, du! So, du! 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 Kreis hat drei Monster erschlagen. Ich hab an mein Schild, jetzt ist mein Stoppschild weg. Gegangen. Oh Gott. Ich schwitze. Sollen wir, sind wir schon in einem neuen Orbit? Gebannt, Pablo, ich habe noch gar keinen gebannt. Hallo? Du ja, hast hallo? An. Team! Nein! Ralf! Du! Was besser widerlich als besser ich? Ist. Ich hab seinen Finger berührt. Jetzt kann ich. Guck mal, Ralf ist intern, aber VIP. Warum? Vielleicht weil er hostet? Nee, aber das Ding ist. Nee. Es ist ja, wir waren wahrscheinlich zu lange drin, ne? Weil Mitternacht oder so fliegt's ja dann immer weg, ne? Ja, ja. Aber das Promoting ist auch komisch, weil also mein Dings, ne? Also mein Promoting hat sich das Spiel nicht gemerkt. Oh. Bitte lass das Wasser gewesen sein. Ralf, bist du auf dem Klo? Ich gehe zum Klo, ja. Na, er hat sich was eingeschüttet. Ich gehe aber so nachts nach. Weil er ist das erste Mal hier im Chat. Du! Ja, kann natürlich sein, dass bei Kreis jetzt in Bayern das Internet einfach eingefroren ist, ne? Dass das. Nein, du! Ist doch gar nicht mehr im Chat, Pablo. Du! Du! Yeah, ich, Uga, Uga, ich bin Ugi, Ugi, Ugi. Uka-chaka, Uka-chaka, Baba. Ja, ja, oh, bayerisches Holzfaser-Internet. Holzfaser. Komm, wir tanzen Ralf an. Chaka-chaka. Chaka-chaka. Uka-chaka. Lalala. Warte mal. Bleib mal stehen. Ja, viel Glück dabei, Pablo. Man glitscht immer so runter, aber ich kann von hier aus so. Da sind die beiden. Du. Aber das geht auch ganz gut, ne? Hier mit dem Finger und dann so. Ha, ey, guck mal, wir können ihn. Wir können ihn schieben. Guck, warte. Oh, lass ihn rausschieben. Dann abhauen. Aber wir sind im Orbit noch. Ja, gut, das ist super. Warte. So. Warte. Ich hol hier Dings. Oh ja, sehr schön. So, super. Warte. Und jetzt noch Licht aus. Ich hab da noch einen Schrank vorgestellt. So, ich war auf Klo. Habt ihr was gehört? Nee, alles gut. Nö. Ja, schön. Ich hab die Spülung nicht gedrückt. Ja, toll. Oder einfach mal das Ding absetzen. Nee, ich bin eingesperrt, ihr Schweine. Du! Mach das Licht an, damit wir auf ihn zeigen können. Du! 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 Ich kenne den Knopf! Ja, so. Little Clemmy, ja, die kommen alle immer auf den Dings. Die kommen alle. Die Streams bleiben meistens online. Außer du wohnst in Russland, weil wenn ich den Sexy-Kreis aktiviere, dann, wir sind schon ganz kurz davor, würde ich fast behaupten. Leute, wir sollten ein bisschen Geld sammeln.
Aber auch hier mit Glorious bist du in Russland schon raus, ne? Nee, Glorious nicht, aber der Dings hier, dieses... Bei dir sagt, aber in Glorious bin ich sofort in Russland geblockt. Ich glaube, in Russland ist eh alles jetzt geblockt, ne? Dass diese ganzen Musikinhaber gesagt haben, block das, ne? Okay, wo fliegen wir denn hin? Wir müssen weiter sammeln. Hier ist geflutet, also hier wollen wir eh nicht hin. Zoll, was wir haben müssen. Wir haben 139, das war's. Moons, Moons? Dann würde ich sagen, fliegen wir zu March, weil da ist gerade nichts los, oder? Ja, hätte ich gesagt. Please aber enjoy kannst, your flight. Was denn? Ich muss mal kurz hier ran. Wie hast du das Gurkenglas gerettet? Hä? Ja. Wo kommt das denn her? Ich. Oha. Wieso? Jo, wo ist denn jetzt die Weihnachtsbeleuchtung hin? Die ist ja nicht mal im Store. Also im Storage. Die können wir uns eh nicht leisten. Ja, aber wir hatten die doch. Und auch die Untertut. Ja, aber wir haben ja quasi wieder von vorne angefangen. Ach, stimmt. All, ne? Toll. Ich springe! Oh! Oh Gott! Nein! Okay, also ich bin jetzt eigentlich schon tot. Ich eigentlich auch. Also ich hab grad durchs Triebwerk geschaut. Was ist das? Bienen! Hallo? Seid ihr noch da, Leute? Seid ihr noch da? Hallo? Hallo? Oh, jemand hat das Bienennest gesammelt. Hallo? Und was ist mit Ralf? Lebt er noch? Entschuldigung, nicht Romy. Romy! Ja, Ralf ist ganz fasziniert hinterher. So, wie macht die das? Ich hab nur das Geräusch gehört, es wurde voll laut und... Warum ist alles dunkel heute? Da liegt was. Teekessel. Nehm ihn mit. Ich gucke hier mal so ein bisschen rum. Lass mal ein bisschen. Also ich bin tatsächlich von dem Sprung gerade schon tiefrot. Da unten liegt ein langer Axel wieder. Oh, aber hier ist so ein Raum mit Sachen. Hier ist ein Emergency Exit direkt unter uns. Hier liegt ein Key. Oh. Nehmen wir einen Schlüssel mit? Warte, komm, lass mal eben hier noch gucken. Ich habe ein Stoppschild. Oh, sehr gut, dann kannst du... Warte, nimm du das, weil ich habe wirklich gar keine Power. Ich bin sofort tot und dann nützt das Stoppschild niemandem. Okay, und jetzt... Dann bin ich gleich lieber der schleppende Schlüssel. Hier unten ist noch ein langer Axel, siehst du den? Ja, dann warte, ich hole nur den. Hallo, ihr sagt direkt das... Hallo, wir sind hier unten! Hallo, Schweine! Hallo! Ich hab einen Teekessel, einen Schlüssel und einen langen Axel hat Sven gefunden. Oh, dann. Kreis hat ein Stoppschild. Was passiert damit, wenn ich den angucke? Ich hab einen Motor. Ihr kennt das doch nicht. Ich hab einen Motor gefunden. Hier geht's nach oben. Boah, scheiß mich ein. Ja, lass sie mal ein paar Meter gehen. No, ist alles safe. Hier ist eine Mine rechts, Vorsicht! Da sind zwei Minen. Wow! Boah, ja! Boah, geh doch hin! Geh noch rein in die Minen! Was ist das für ein Geräusch immer? Das sind die Minen. Achso. Hier ist nichts. Boah, ist das dunkel. Wir sind noch zu dritt. Wo ist die vierte Person? Nein, ich bin auch hier. Okay. Ich hab mich verlaufen. Ja, du läufst doch einfach wirsch durch die Gegend gerade. Vorsicht, Mine! Wow. Oh Gott, Trittmine! Hier. Ja, mittlerweile weiß ich, was eine Mine ist. Yes. Oder nicht? Was? Wo bist du? Ich kann ihn nicht aufnehmen. Stopp, hier, zurück! Zurück! Ich bin bei Ralf! Wo zurück? Hier! Warum? Zu mir, hier liegt was. Ja, hier.
Das ist ein Schlüssel. Eine Mine. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen. Ja, jetzt brennt, ja. Sprinte doch nicht weg, wir sehen doch alle nix. Hier ist eine Tür, die noch nicht offen ist. Das können wir jetzt. Oh Gott. Da, Hupe! Nein, nicht hupen, das Dock kommt nicht hupen, an. Ja, genau. Mine rechts! Ah, komm hier, lass mal den Fire Exit nehmen. Schieb mich nicht in die Mine, du Arsch! Nice! So, wo ist das Schiff? Ralf? Hallo? Haben wir Ralf verloren? Hier rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn verloren haben. Der war doch vor uns eigentlich. Ja, ich dachte, der wäre rausgegangen. Jetzt ist er einfach abgehauen. Also drin habe ich ihn nicht. Was? Hier ist Treibsand, stopp! Treibsand hier. Aber wo müssen wir denn hin? Ich weiß es nicht, hier einfach. Ich denke so um diesen Berg herum. Hallo, das weiß ich ganz schon. Gut. Danke. Oh Gott! Oh. Was? Wieso? Was hat denn da einer gefragt? Da hinten ist das Schiff. Gegenüber. Ein Bild. Ja, hier kann man lang. Hier kann man lang. Hier kann man lang? Okay. Ja, ich glaube schon. Ich gucke nur, ob hier irgendwo Treibstoff ist, aber bisher sehe ich keinen. Aber wir können ja auf der Kamera checken, ob Ralf noch lebt, oder? Ja, checke das. Natalia, mach's gut, dankeschön, gute Nacht. Nacht! Ey, lass dich hoch. Nein! Freebird, was meinst du? Gute Nacht, Free, schlaf gut. So. Ah, hallo. Ah! Sie ist aber. Also er ist noch unterwegs. Echt? Okay. Ja, ich glaube, er ist auch draußen. Ja, das sieht nach draußen aus. Das sieht sehr nach draußen aus. Das sind Bäume. Das ist draußen. Ja. Da kommt er, Ralf! Das bin ich. Ralf! Da ist Ralf! Ja. Ralf! Fickt euch! Also das, das bin ich in meinem Das krasse war, wir dachten alle, du bist durch den Emergency Exit raus, weil du warst vor. Ja, bin ich auch! Ja, und dann sind wir auch alle raus. So, oh, komm Ralf, lass posten! Ja, und dann bin ich hinterher und dann warst du weg. Hä? Ja, wir sind alle durch den Emergency Exit raus jetzt. Hä? Den hab ich noch nicht gesehen. Hä? Das ist kein Bild. Aber ich hab auf jeden Fall eins drin, so ist nicht. Ralf? Aber ich verstehe nicht, warum du. Ja, was, Ralf? Ich hab aber auch da auf Twitch. Also ich sehe das Bild. Einmal Licht ausmachen. So, Ralf, wo bin ich? warte. Fick dich, ja, da! So, Geist! Ralf, Kreis, Sven? Sven, bitte hören Sie auf, mich anzusuchen! Ich habe etwas Wichtiges. Die Gruppe in die Schallstadt, in den Staub! Ich habe etwas Wichtiges zu verkünden! Achso, Entschuldigung! Ich bin Employee! Let's go! Ich muss gleich offline gehen. Oh. Nee. Langweilig. Ich muss ja morgen ja auch irgendwie meinen Tätigkeiten nachkommen. Er als muss ich auch? Nacktmodel? Nein. Schön wäre es, nein, Spaß. Oh Mann, ey. Oh. Ja, ich weiß, ich würde gerne länger streamen. Das Problem ist, ich muss halt früh aufstehen, um halt. Ich auch? Also ins Berufskolleg. Und ja, Das meinte sie vorhin auch, wo sie gesagt hat, so MP3 Zombies, ja klar. Das streamen wir jetzt gleich. Ja, oder so, oh, ich hab die Updates nicht. Updates kann ich auf mich abschieben. Steam hatte da Probleme. Guck mal, das ist ein bisschen auch wie Alien, oder Kreis? Wenn ich jetzt hier so auf ihn zugehe, dann kommt das so rausgebrochen aus seiner Brust so. Und dann, da hat ein Alien in seiner Brust und dann. Alter, warte mal, bin ich wieder hinter ihm? Warte mal, bin ich nicht gerade woanders hingeflogen? Warum sind wir jetzt bei March? Da waren wir doch gerade, oder nicht? Und da ist auch Rain. Da wollte ich da gar nicht hin. Lisa, du wurdest gefragt, wie alt bist du denn? Oder wie jung bist du denn? Ich bin auch gerade ganz nervös geworden, als sie gesagt hat, zur Schule. Ich bin nicht so jung. Also, ich bin 21.
Im Vergleich zu euch ist das vielleicht ein bisschen jung, ja. Aber so, im Vergleich zu meiner Klasse oder auch den anderen Klassen im Berufskolleg selber ist das schon anders. Ja, das ist in den USA eine ganz lustige Regel. Ab 18 ist es nicht schlimm, wenn man so bumst, aber ab 21 darf man erst abholen. Das ist nicht mehr möglich. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall schuldig. Alter, Johnny! Johnny Walla! Ja, aber nur in wenigen Kriegern. Ist Simon noch da? Simon ist auf Nachtschicht. Ich bin doch ein paar mehr KW wert. 67. Ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt noch, bevor du ausmachst, sagen, dass wir noch, ja, noch mal 226 brauchen wir, ne? Ja, wir brauchen 226. Wir haben hier 281 liegen. Also ich möchte kurz, ich muss noch kurz noch was Wichtiges. Ich muss noch kurz. Johnny, danke schön. Johnny ist geil. 50 Kamele werden. Ja, let's go. So, noch vorher abgeben und dann speichern? Ja, lass abgeben. Ich will sie noch tentakeln. Na, hallo. Ich dachte, wir suchen uns Ersatz und machen noch eine Stunde. 21. Oder nicht? Ich auch. Suchen wir uns keinen Ersatz und machen noch eine Stunde? Warte mal. Was also ich habe jetzt nicht vor aufzuhören. Bleib müssen wir doch trotzdem, oder? Intern. Was steht bei dir? Intern und bei dir? Intern? Wie steht bei euch alle nur intern? Ja, weiß, kannst du mal kurz was gucken hier? Das sind separate Self-Games. Findest du nicht auch, dass die T keine Möpse hat? Ja, schon, ne? Ja. Oh Mann. Sogar realistisch verschieden groß. So, nicht zu viel verkaufen, ne? Also, wir brauchen. Warte. Ich nehme das Beehive, also einen Beehive nehme ich mit. Aber wir haben. 26 brauchen wir. Wir haben aber nicht, wir haben nicht 100% Quote, ne? Das musst du halt immer berechnen, wenn wir einen Tag früher verkaufen. Ja, ich nehme die Teekanne mal mit und warte ab. Warte mal, wir verkaufen jetzt die 2. Ja. Bevor da jetzt jemand noch was dazu löst. Ja! Ja, mach bitte den Kalt hier nicht weg! Warte. Ah, okay. Reicht das? Nee. Dann lege ich noch die Teekanne rein. Warte. Ich lass die da mal machen. Ich gehe nicht an diesen Tentakel, wenn die mit der Bimmel rumbimmeln. Genau deswegen bleibe ich drin. Genau deswegen verlasse ich das Schiff hier nicht mehr. Ja, jetzt scheiß mal nicht diejenigen an, die noch hier stehen. Ihr tragt mit Schuld. Nein, diesmal nicht. Wir sind beide vorher weggegangen und Ralf ist sehr konsequent darauf zugelatscht und haut mit voller Wucht nochmal drauf. Ralf ist schuld. Ja? Dann. Oh, Frau Fuchs ist 77 Kamele wert. Auch nicht schlecht. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt müssten wir genug haben, oder? Ja. Ja, perfekt. Aber wir können ja immer noch irgendwo hinfliegen mittlerweile, oder? Nicht? Also, ja gut, aber Lisa will ja gehen. Also. Ich muss leider. Ich muss leider. Ist was anderes. Ich muss leider. Ich stehe um 10 vor 6 auf, bin alleinerziehend, mach Frühstück, leg Klamotten ich raus für das Kind auf. Und dann bin ich Vollzeit-YouTuber. Ich stehe um 4:30 auf. Nach 4:30. Da schlafe ich gerade ein. Mensch, Skinner.
Also meine Frau ist 70 Kamele wert. Ui. Die hat ja auch dicke Hupen. Wollen wir irgendwo hinfliegen? Damit Ralf wenigstens wiederkommen kann. Sterben muss man, der Rest ist optional, genau. See you, Ralf. Das Echo noch so. Oh mein Gott. Ich schoss dich raus, ach verdammt. Nicht mit mir. Oh, ich lebe wieder. Ja, er lebt wieder. Oh. So. Was ich da was gemacht? Ja, Lisa will gehen, ne? Ja. Hab ja. ich rausgehört, ne? Ja. Mhm. Ja, dann geh doch! Ja, geh doch! Lass uns doch im Stich! Was soll das? Bist doch eh noch angezogen. Hau ab! Also ja, ich bin 56 Kamele wert. Das ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Ja, und Lisa, machst doch keinen Spaß. So, ja, dann brauchen wir Ersatz. Ja, dann brauchen wir können Ersatz. Auch notfalls können wir auch zu dritt machen. Zum notfalls ja. Ja, können wir machen. Warte. Oh Gott. 369 wollen wir haben. Haben wir noch was im Schiff? Nö. Doch Gurken und ein Dings. Nee, nur Gurken und Schlüssel. Nee, die Gurken brauche ich für einsame Nächte. Und notfalls noch ein Stoppschild. Ich hab noch eine Schüssel. Der ist 3 wert. 3! Ja, geil! Was ist das Stoppschild wert? Gibt es einen Kamelrechner? Ja, Chiquita, und ich bin, was habe ich gerade? 56 Kamele bin ich wert. Ja. Habe ich gerade ausgerechnet. Ja. Einfach Kamelrechner suchen bei Google, dann findet man. Ich werde meiner Frau nachher mitteilen, ich habe ein Angebot für sie über 70 Kamele bekommen. Wir könnten natürlich. Ja! Schmeiß das mal kurz in den Schrank rein. Das ist 64 wert. Hilft das? Wir können natürlich das Spiel switchen, aber ich weiß nicht. Nee. Hat. Ja, ist egal. Oder wir machen ein neues Safe Game. Ach, wieso? Ist doch egal. Ja, stimmt. Weil du fängst doch eh immer wieder von vorne an. Scheiß auf Lisa! Das hat ja damit nichts zu tun, aber du fängst doch eh wieder von vorne an, dann, wenn du es nicht schaffst. Ja. So. Mut. Ganz kurz. Boah, wir haben richtig also, viel Geld, Frau ne? Fuchs ist entweder 77 oder 88 Kamele wert, je nachdem, welchen Kamelrechner sie benutzt. Okay, da gibt es also doch durchaus einen fluktuierenden Angebotsmarkt. Ja, vielleicht kommt auch drauf an, ne, in welches Land du dann exportiert wirst, so, ne? Was, da würde ich mir einfach mal 200 von diesen Auto-Visitenkarten drucken und dann wir geben für Ihre Frau Kamele. Rufen Sie uns an. Titte würde eventuell noch mitmachen. Ja, dann los. Ja, gerne. Wie viel Kamele ist denn wert? Weiß ich nicht. Ich finde das übrigens auch diskriminiert, dass nur Frauen ihre Körbchengröße angeben durften in den Testen. Oh. Ich hab beim Reintappen wieder, weißt du, es ist wie bei COD manchmal oder so. Weißt du, du tappst so rein und dann feuerst du einen Schuss ab. Ich hab jetzt Titte das Spiel geschenkt, aber das ist ja nicht groß, ne? Ja, er fragt schon nach dem Discord. Wie groß ist denn das? Bis er im Discord ist, ist er fertig. Ralf, kann ich meinen Bruder hier einladen? Wie geht das? Ja, sicher. Wie kann ich denn... Wie geht das? Sicher. Ja, dann muss auf VIP. Ja gut, also bis wir jetzt hier fertig sind, also ich sehe schon mal so Arik und Malte und Paul P. und so, die können jetzt alle mal rüberkommen und ein Abo dalassen, bis das hier fertig ist. Und Shidori TV, hallöchen, Grüße. Nachfrage bestimmt den Wert. Ja, hier, Grüße. Wie geht denn das? Warte mal. Ja, wie geht denn das? Ich hab ja du hilfst mir aktuell mit deinen Videos und Streams durch eine echt beschissene also, Zeit, bin mir unendlich dankbar, mach weiter so. Tittchen, warte, ich hab ihm... Toll. Ich glaube, ich hab ihm einen Discord-Link geschickt. Kann er den Channel sehen?
Hier, da, der Sportcoach, der kann auch mal rüberkommen, Abo dalassen. Los, ich sehe euch alle. Ich sehe euch alle beim Kreis im Chat. Ich sehe euch. Alter Joko, erstmal Dankeschön für den Support, Torino. Was macht eigentlich Lonny Lonzen, Alter? Lonny Lonzen, der Lonny drum. Lonzen. Hallo. Warte, und jetzt müssen wir Titte noch hier in das Spiel einladen. Ja. Ja, das ist. Wie geht das? Schön. Kann ich das auch machen? Ja, das liegt daran, weil wir das Spiel spielen. Zum Zuschauen einladen kann ich aber irgendwie nur. Kann er mir nachjoinen? Kannst du mir nachjoinen? Genau. Wie hast du auf Steam? Ja, ich hatte gerade tatsächlich die Verbindung abgebrochen und wieder da. So, also. Okay, warte. Wir müssen Ingame-Chat verwenden. Guck mal, da haben wir einen Let's-Player ein Abo dagelassen. Nice, Alter. Wir müssen Ingame-Chat. Guck mal, wenn genug heute joinen, habe ich heute 3000 Abonnenten. Also so. Geil. Hack zu dem Fleisch. Ja, also so 900. Dafür müssten 960 joinen. Ey, Hackfleisch, Alter. Geil. Dankeschön. Ne? Und das bedeutet einem ja, immer sehr, sehr viel. Ja, genau. Ne? Für Menschen wie mich ist ja, das warte, immer ein geiler Boost, wenn man sowas hört. Ne? Deswegen Dankeschön. Bekommen wir ihn hier ins Spiel? Chill doch mal! Ich glaube, ich habe meinen Bruder gerade über dein Mikrofon gehört. Ach so, weil ihr habt euch ja, nicht gemutet im Discord. Ich habe ihn auch gehört. Ihr habt euch ja da gemutet nicht. Also ich habe ja nur Ingame-Voice gerade an, deswegen war ich voll verwirrt. Hallo, Amitya Miri. Miri, Miri. Piri, Piri. Ich kann auf zwei anderen Accounts abonnieren. Guck mal, das ist Tatendrang. Von hinzufügen. Ja? So. So läuft das. So, 16, so wie die Enemy früher, der einfach 3000 Accounts hatte. Hast du einen volles Code? Ich hab keinen Code. Ein Freundescode bei Steam? Gibt's sowas? Nicht Storage. Nee, anscheinend brauche ich. Also, ich will einen Freund hinzufügen, nur ich brauche einen Freundescode. Also. Oh, mir ist mein Twitter runtergefallen. Kannst du ihn nicht einfach. Warte mal. Den hört keiner. Also. Außer ich lese ihn laut vor. Könnt auch einfach im Discord kurz unmuten, aber das wäre mir viel zu einfach. Inventar anzeigen, Handelsangebot senden, Profil anzeigen. Nee, ich schaue gerade, kann man. Gibt's einen Steam-Freundescode? Freundescode. Steam-Freunde, Freundinnen über den Freundescode hinzufügen. Also kannst du mal ein Stück beiseite gehen? Unter Freundescode findest du eine Zahlenfolge. Toll, wo ist der denn? Ja, das auch, ja. Kannst kopieren. Guck mal. Ja. Dachte, du hättest mein Abo schon, aber jetzt hast du es safe. Danke, Paul. Geiler Typ. Guck mal, so. Kopieren. Geht das? Kann man das mitnehmen? Nee. Weiß ich nicht. Wenn das deine Freunde sind, ja. Wahrscheinlich. Ist egal. Also ich hab ihn in der Freundesliste. Ja. Ich auch. Du musst kann auf ich das... ihm da nicht eine Einladung schicken? So, jetzt bist du drin bei mir. Ja. Aber die Opfer kriegst du ja nicht hin. Warum bin ich immer der Host? guck mal, nee, der Freundescode ist voll einfach zu finden. Habt ihr den jetzt schon gefunden? Nein! Du musst hier bei Freunde und so. Edit, ja. Habt ihr euch geedit? So, ja. Achso, du musst ja einfach auf das Männchen mit dem Plus klicken, bei Freund hinzufügen, dann öffnet sich ein Fenster und da steht ganz fett, ganz groß im Bild dein Freundescode. Oh, jetzt hab ich gesehen. Ist das so, ja? Ja. Oh, guck mal, Hack zu dem Fleisch hat ein Mini rausgeholt. Geil. Bleib ein bisschen dran, dann kriegst du noch eine ordentliche Arschflöte gleich. Ja. No. in my friends. Wow. Manchmal ist es. Ja. Manchmal höre ich es selber, weißt du? Also manchmal. Oh, jetzt unser letzter Stream, der mit Lethal Company, da hat einer aus dem Kindergarten geguckt. Ja, tatsächlich. Kann ich dich so, auch nicht einladen. Ich habe das Spiel nicht verstanden, aber du sahst aus, als hättest du Spaß. Ja, keine Ahnung. Ralf. Also, ich kann dich ja auch nicht inviten. Wieso? Ja, was? Habt ihr euch jetzt schon geedit? Wir haben uns richtig die Gurken reingeschoben. So, also, aber trotzdem.
kann ich ihn nicht reinlassen. Aber wenn ihr als Freunde geaddet seid, nein, wenn ihr euch als Freunde geaddet habt, dann kann er einfach connecten. Ja, weiß ich nicht. Doch, da muss er auf deinen Namen gehen, rechte Maustaste und Spiel beitreten. So habe ich das vorhin auch gemacht. Ah, das ist ein Safe Game. Das ist ein Safe Game wahrscheinlich. Okay. Ja, sonst mach mal bitte das Licht an! Oder sonst machen wir eine neue Runde auf. Ja, sonst machen wir eine Runde auf, genau. Oh Mann, dann habe ich gerade über meine Nerven getrötet und das Licht so gut versteckt. Ja, also Safe Games scheinen anscheinend... Ja, also mit dem Freundescode connecten geht nicht so schön. Ja, also der hat meinen Code richtig gesucht und ja. Oh, dunkles Stahl, 2 Euro, frag mal. So, jetzt kommen wir gleich weiter. Hack zu dem Fleisch, nochmal Dankeschön. Joko, nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Mega nice. Ihr seid richtig geil. Ich küsse eure Herzen. Ich muss das mal eben hier rüberschieben. Die Tröte, Alter. Ihr braucht einen neuen Safe, sagt Sagor. Okay, Sagor kennt sich aus. Das weiß ich. Das ist, Was ist denn hier los? Kiescho hat mich zum Ranch Simulator spielen eingeladen. Was? Da. Error. Could not get the lobby data. Are you offline? Nein. Gott. Kann ich nur zuschauen. Kann er noch mal... Join the crew. Ralf, lad mich noch mal ein. Kill. So, ja. Hallo? So, da ist der Kreis. Oh. Warte, ich bin aber noch nicht im Game. Hast du mich eingeladen schon? Also ich hab... Nee, ich hab dich nicht eingeladen, aber... Sven, mach das Licht wieder an. Mach an. So. Ich klicke auf deinen Namen, jetzt kann ich, glaube ich, beitreten. Ja, genau. Gut zu Gesicht. Okay. Dann mute ich mich hier wieder, sonst weiß ich alles doppelt. Hallo? Nein. Oder Tiddle? Ich sehe auch nicht. Kreis, ich soll dich fragen nach dem. Ich schau mal meinen Steam neu. Nein, ich bin IT-Profi. Aus- und einschalten. IT-Profi. Ich hab das gelernt. Ich hab das gelernt, ja. Warte, ich müde mal eben. Kann ich hier eventuell noch einladen? Ja, Sekunde. Will ich, glaube ich, irgendwas. Hallo? Ja. Komisch. Hast du das Spiel schon gestartet? Ich hatte das schon gerade gestartet. Ja, ich habe gerade Mikro-Settings einmal kurz gemacht. Dass okay. Das zumindest passt. Die Tröte, ey. Zum Glück haben wir keine mehr. Ich beitreten, okay. Sehr, ja, okay. Aus- und einschalten hat wieder repariert. Ja. Okay, ich. So einfach. Ich mute hier. Ja, ich auch. Oh, mach das Licht wieder an! Ja, diesmal könnte es etwas schwieriger werden. Warte, ich muss mal kurz. Ich hab's echt gut versteckt. Warte mal. Ich muss mal eben das hier umstellen, glaube ich. Mach das Licht wieder an, sonst ja, ich bin doch dabei, Mann! Das ist nicht immer so leicht in meinem Alter. Ich kann nicht immer auf Kommando. Da! Besser. Guck, Thema online, hallo? Hallo? Ich kann nicht hören, ja? Du kannst. Keine Ahnung, was man im Spiel machen muss. Ducken, springen. Oh, das ist schön! Das ist schön! Oh. Wenn du keine Ahnung hast. Danke, Rage Fire, richtig geil. Ich lauf hinten in der Schlange, oder vorne? Lieber vorne. Was für eine Schlange? Okay, start. Wenn sobald die Tür auf ist, rennen wir alle die bekloppten verschiedenen Richtungen los. Ja. Und dann rennen wir alle auf zurück. Okay. Auf zwei kannst du blamen. Ja. Du! Auf eins kannst du den richtig krassen Tanz. Ja. Ja, da hab ich euch. Ja, Munde Fox hat das mit dem Licht gemacht. Der, danke für diesen Hinweis, ohne Scheiß. Das ist der beste Hinweis, den du jemals gegeben hast, so für mich. Wer von euch ist der Beste? Wem soll ich zählen? Wer ist der Beste dieser der Gruppe? Der Beste ist definitiv Ralf. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen aromatisch. Ich bin von einer Leiter erschlagen worden und auch noch nie in einem Berg versunken.
Also alles, was ich bei Kreis bis jetzt gesehen habe, ist, dass Ralf immer gestorben ist. Ja, also, ja, er hat den höchsten Score. Ja. Ja, okay. Folgt mir! Ja, siehst du? Siehst du? Folgt mir! Folgt mir den Tod! Mit rechter Maustaste kannst du scannen! Auf meinem, genau. Reise, auf, meinem Grabstein soll, auf meinem Grabstein soll stehen, guck nicht so blöd, ich würde auch gerne jetzt am Strand liegen. Ja. So, ich gehe erst rein, ne? Das hilft mich nicht mehr. Nee. Zugemauert, zugemauert, hier lang. Nee. So. Okay. Wir folgen alles, Sven. Das Ziel ist, möglichst viel hier rauszuholen, damit Geld zu verdienen, damit wir nicht aus dem Raumschiff gekündigt werden. Gekündigt? Kündigung. Wo seid ihr hingegangen? Ich hab schon mal einen Schlüssel gefunden. Ich bin hier. Ich hab hier jemanden. Wer ist das? Hallo? Ja. Hallo? 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 Ah, oh, ich verstehe nicht, welchen meinen Finger da rein. Ich hab einen Schlüssel. Ja. Oh, Schlüssel ist gut. Gut. Jemand ein Loch für meinen Schlüssel? Wer hat ein Loch für meinen Schlüssel? Ah, okay, verstehe. Also, ich stehe gerade vor einer verschlossenen Tür. Hier, wo? Welche Tür ist denn da? Hier. Was ist das für eine Tür? Hallo, ja, keine Ahnung. Hier lang. So, da, hier lang. Das müssen wir. Ich hab nix hier. Hallo, sind wir alle hier? Hallo, sind wir alle da? Hier. Mag jemand zum Schiff gehen? Ja, deswegen hab ich gefragt, was ist da scheiß gehört auf dem. Ja, genau. T2 ist das. T2. Aber wir haben noch keine Funkgeräte. Dann komm ich auf der anderen Seite. Deshalb sag ich jetzt T2, wer auch immer hingeht. Wir können die Tür von beiden Seiten sehen. Wollen wir die wirklich öffnen? Ich kann hier vorne rumgehen, dann kann ich auf die andere Seite gucken. Vielleicht Y9 okay. Öffnen. Genau, es gibt noch Y9 und T2. Ist Sven noch da? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott. Ich habe jetzt ein Schiff gelaufen. Und das ist die T2. Das wird richtig gut. Also der Run. Ich habe hier eine Tür gefunden. Mich. Ich öffne. Nee. Links oder rechts? Oh, hier ist so ein Lagerraum. Ich würde das sagen. Au, au, au! Oh, guck mal. Da steht ein Geschützturm. Vorsicht, das ist ein Geschützturm. Oh, okay. Okay. Also Sven... Oh, hier ein Plastikfisch. Oh, hier liegen voll die Sachen rum. Immer mit rechts alles abscannen. Also hier so ein Motor ist geil. Motor ist geil, ist aber schwer. Dann kannst du nur den Motor tragen. Ich hab so. Oh, wo ist dieses Geschütz? Da ist was. Nein. Rechts oder links? Wo ist das? Ja. Ich hab irgendwie Angst. Hier liegt noch ein Schlüssel auf dem Boden. Ja, nehmen wir mit. Können wir vielleicht später nochmal gebrauchen. Hallo. Ich höre Ralf in der Ferne irgendwo. Hallo, Ralf. Wo bist du? Bist du hier? Alf? Geh wie, geh weg, Motor. So lasse ich das fallen. Ja, geh wie, geh weg, Motor, genau. Hallo, wir sind hier. Ja, am Ausgang. Wo ist der Ausgang? Der Ausgang. Es kommt irgendwo von... Hier bei mir! Also Sven hat die Tür aufgemacht, aber es war eine Sackgasse. Hallo, wo seid ihr? Ich mach die Tür auf und zu. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Okay. Hallo? Okay. So, Oh. Ja, Motor. Okay. Wo ist der Ausgang? Sollen wir zum Ausgang gehen? Wir haben ja ein paar Sachen. Ja. Der hat einen Motor und Schlüssel. Haben wir nur einen Motor und zwei Schlüssel? Ja, und ein Blech. Und ein Plastikfisch. Ich hab nix. Also hier ist der Ausgang. Aber. Okay. Raus. Weil wir müssen zurück, bevor es dunkel wird, sonst kommen Monster. Gibt's Fallschaden? Ja, aber erst ab einer gewissen Höhe. Achso, okay. Also, ich sag immer nee, aber... Ich höre irgendwas rechts von uns, aber es waren Vögel oder so. Ich habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen, indem ich willkürlich Türen vor euren Nasen zugemacht habe. Ja, hab ich gemerkt. Ah, es sind aber noch alle in einem Stück. Okay, ich dachte, vielleicht hätte ich jemand in der Hälfte geteilt. Ich musste erst mal rausfinden, wie das überhaupt funktioniert, dieses Gerät. Wie geht das überhaupt? Ich weiß selber nicht, wie das geht. Du gehst hier, warte mal kurz, ich geh nochmal ran. Du gehst auf Azar. Den Motor musst du so hinlegen, der passt nicht in den Schrank. Ach so. Schweig! Du gehst auf Azar und dann gehst du auf View Monitor.
Was, auf Other? Auf Other und dann auf View Monitor und dann kannst du, dann siehst du da ja B1 oder so. Other geht nicht. Ich hab ja auch die Anleitung. Weil du jetzt schon drauf bist, Mann. Store. Ach, auf Other. Other, sag ich doch. Other. Ach so, und dann auf View. Tietjen ist IT-Spezialist, der kennt das. Der hat das verstanden. Ah. Ich versuche die Anleitung zu lesen. Aber ich. Ja, boah, du bist so deutsch, ne? Lass das! Mit Q und E kannst du die irgendwie lesen. Na, ich kann. Die Schrift kann auch keiner lesen. Was steht denn hier? Kann ich immer sagen. Also, wir haben fast das. Also, wir müssten auch. Es gibt ja keine verfickte Anleitung! Wo sind wir denn gerade? Ich hab meine Anleitung weggeworfen. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade auf. Weißt du, ich schreibe ASA, A-S-A. Ehrlich, Asse? Ja, hab ich. Wie konnte man nochmal die Anleitung lesen? Da oben, ne? Hier, pass auf, wo bist du? Da. Wo sind wir denn gerade? Jetzt mal hin, da. Und jetzt entweder auf Y oder auf Z, ich weiß nicht. Ach so. Ja. Ah. Ja, weil du hast schlechte Augen. Da Saale, so, einen wunderschönen guten Abend. Ganz Maulwurf musst du so gucken. Wo sind wir gerade? Weiß das jemand zufällig? Ja, bei Asa. Asa, nee, weiß ich gerade nicht. Die Anleitung ist nur für geschultes Personal, also wer will die haben? Monitoring, Englisch. Können wir nicht hier... Ich brauch das nicht, ich weiß jetzt, wie das funktioniert mit den Türen, ich hab's jetzt raus. Achso, wir müssen erstmal in den Orbit, sonst wissen wir gar nicht, wo wir sind. Ich Funkgerät und so. Sind alle drin? Ich frage ich, nachdem ich das Schiff gestartet habe. Oh, die Tür zumachen! Ja, die geht von alleine zu. Warte mal, man kann welche draußen vergessen. Ja. Das heißt, naja, also vergessen ist das falsche Wort. Vergessen ist das falsche Wort. Ich bin der also, Meister. Kann man, Sven kann man war faul. Man kann auch völlig aus Versehen verletzt? Mit einer Leiter erschlagen. Der hat sich verletzt, keine Ahnung, hast du dich irgendwo gestoßen. So, wir sind Experimentation. Also jetzt gehen wir an den... Mit dem Sack an rostigen Nagel hängen geblieben. Wir gehen an den Computer. Ja, aber. Moons... das ist Storm Eclipse. Wir müssen nach Offense, das ist der einzige, wo gerade kein schlechtes Wetter ist. Schlechtes Wetter ist doch gut an so viel Regen. Haben wir nicht eigentlich genug Geld, um Scheiße zu kaufen? Wir können Funkgeräte kaufen. Komm mal mit. Für alle vier, oder? Walkie, Talkie. Siehst du, dass du durch die Ritze hier guckst, ne? Vier. Siehst du den Schalter? Können wir kaufen, ja. Dann geht's laut. Gut. Ist voll geil. Ich bestell schon mal welche. Nein. Rechts an der Wand. Schnipp. Rechts an, was macht ihr da? Ja, jetzt ist jetzt zu spät. Jetzt sind wir schon da. Hast du nicht gesehen? Ich sehe. Ah, nein. Warte, ich zeig ihn dir. Warte mal kurz. Ich nehme mal das Ding hier weg. Warte. Holt euch lieber Walkie-Talkies. So, da, siehst du da? Ach, da! Ja, okay. Warte, wenn wir gleich wieder alle hier drin sind, dann musst du den mal drücken. Dann passt du treiben aus. Nein! Wir hören das! Was? Was habt ihr? Ja. Habt ihr auch die Aliens auf diesem Planeten gehört, die über Schalter reden? Diese Aliens, die Mike'n. Ey, Leute, ich hab uns was bestellt, aber irgendwie, wo kommt es nicht? Oder doch da? Der Eismann! Besserrand. Restaurando. Eisbahn. Ich habe für jeden Walkie-Talkie bestellt. Hat jeder ein Walkie-Talkie? Ja, ich soll ich reingehen und die Steuerung übernehmen oder wollt's? Ich gehe mal rein ans mit Q anmachen und dann walla. Und dann mit linke Maustaste sprechen. 1 2 3 auslassen. Hallo over. Hallo over. Over. Wir gehen Richtung Eingang. Mit Over. Okay, lass Walkie-Talkies auspacken, solange wir noch alleine unterwegs sind. Ja, eben, solange wir so unterwegs sind. Wo ist Sven schon wieder? Brauchen die Batterie. Ja, die verbrauchen Akku. Wo ist der Eingang? Achso, hier Richtung, die Richtung. Folgt mir. Man kann unten auch lang gehen. Ich bin verloren. Ist das eine gute Statistik, oder? Das ist sehr gut. Ich springe hier aber rüber, weil ich todesmutig bin. Oh. Ja. Man kann auch unten lang gehen. Ich glaube, Ralf ist unten lang gegangen. Wo bist du? Ach, da unten. Hallo?
Ja, schlechter Fuß und so. Man muss relativ früh springen. Meiner sprintet nicht. Aha. Und jetzt müssen wir da lang. Boah, ist das ein dicker Kürbis? Ja. Wir müssen auch irgendwie an dem Kürbis vorbei, dann müssen wir hier lang. Und dann müssen wir beim Scan schon den Eingang sehen. Ich habe das Mikrofon nicht an, deswegen. Nee. Wo ist Sven? Nee, ich Sven nicht. Ist Sven im Raumschiff-Monitor. Feige Sau. Ich dachte, ich mach mein Schwert auf, ihr Arschlein. Ah, Kreis. Okay. Ich bin im Gebäude. Stopp. Du kannst da... Müll? Wenn du jetzt die rechte Tür, das ist die da, genau, wo du jetzt drauf guckst. Ah, nee, ist hier. Da liegen zwei Sachen drin. Hast du da einen Zahn für den Stein? Wer hat hier so hart geatmet? Ich scanne. Gut, okay, da sind Sachen. Ja, jetzt sind alle Sachen aus dem Raum. Nächster Raum, da genau über den Steg drüber. Hier liegt, rechts liegt noch was. Hier liegt ein Schlüssel. Nehme ich mal mit. Ja, ja, genau, da ganz in der Ecke. Ich höre was atmen und dann mit. Nee, nichts Wichser. Es gibt eine Pussy und zwei Finger am Hals. Ist das vom Arsch auf den Pferd? Ich höre kein Atmen. Okay, pass mal auf. Geh mal kurz die Treppe rauf. Ist noch irgendwas? Wo ist Ralf hingegangen? Ja, ist nichts mehr. Ihr müsst wieder zurück. Was ist? Ist Fire Exit schlecht oder gut? Fire Exit ist eigentlich gut, weil da kann man rein oder raus noch notfalls. Ich habe ganz viele Sachen zum Eingang getragen. Da ist was, da ist. Ich hab Motzer! Die Motte hat unser Bierkasten geklaut. Was? Hier ist der Motte, die unser Bierkasten geklaut hat. Aber wir haben keine Waffen. Wir haben keine Waffen, wenn du dem das wegnimmst, dann schlägt er uns. Wenn ihr jetzt weitergeht, dann ist selbst schon mal hinter dir. Halten. Das ist die Aussage. Wo ist die Motte? Wahu. Ja, da ist noch ein übrigens. Und ein Monster. Ich sag nur. Was war das? Warum, was war das für ein Krach? Da liegt eine Mine. Okay, stopp. Oh. Kreis, rechts von dir ist eine Selbstschussanlage, links von dir auch gerade. Ich glaube, ich habe eine Mine gefunden. Hörst du, ja, du kannst die abstellen, die Selbstschussanlagen. Hörst du mich? Mädchen, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du kannst die Selbstschussanlagen abstellen. Okay, warte kurz. Also für ein paar Sekunden aber dann nur, ne? Die sind dann nur für ein paar Sekunden aus. Dann deswegen sag Bescheid und reagier schnell. Ich höre dich auch ohne Walkie-Talkie. Bescheid! Wo ist Ralf? Weiß ich nicht. Aber da ist ein Käfer auf meiner Seite. Ja, wir sollten gehen. Hast du irgendwas in den Taschen? Nö, aber guck mal um die Ecke. Ich sehe Ralfs Körper da hinten. Ach, jo. Wenn wir den retten. Aber der ist auch so ein Käfer. Wir sollten vielleicht gehen. Anlage ist aus. Nimm deine Sachen mit. Ich kann Ralf nicht aufheben. Muss ich dafür das Walkie-Talkie fallen lassen? Der Ralf liegt da ganz hinten bei dem Käfer. Nimm deine Sachen auf. Habt ihr die Funkgeräte aus? Hallo, hallo? Bei mir liegt der da hinten. Komm, wir hauen ab. Okay, ne. Wir lassen. Hallo, hallo, hallo. Meiner Käfer freut sich. Ja, eben. Hallo. Ich kann Sven nicht antworten, weil ich die Hände voll hab. Ja, warte, ich kann nicht. Kann mir antworten. Sven, bitte kommen. Ach, jetzt habt ihr die Funkgeräte an! Wir sind nur noch zwei. Oh! Ja, ich weiß. Kreis kann dir das erklären. Vorsicht, Vorsicht! Noch einer. Vorsicht! Da ist irgendein riesiges Tier! Oh, scheiße! Oh, Gott! Wir haben Kreis verloren. Hallo! Du, Ralf, was ist passiert? Warte mal, ich guck mal kurz, bei dir könnte ein Monster in der Nähe sein gleich. Nee, Hinter dir! Tittchen auch tot, was passiert?
Könnte schon ein Monster hinter dir sein. Ich war nicht schnell genug. Da ist ja der Ostfriese, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dunkle Stahl jetzt übrigens, danke für 2 Euro. Ja, Sven kann uns nicht hören, wir sind im Todesraum. Ich glaube, Ralf ist auf dem Klo. In eine Falle, das ist gar nicht nötig. Ich mir das haben wir schon selber gemacht. Ich höre Ralfs Stuhl. Ich wollte gerade sagen, was hat Ralf jetzt gemacht? Ich wollte pissen. Oh, da sind wir wieder. Na, hier? Woran hat sie gestorben? War nur eine Fleischwunde. Wir wurden gegessen. Ich war hier, ja, und hatte das Funkgerät an, aber keiner sonst. Und ich habe ich hab Ralf schon gesagt, links ist ein Funkgerät, rechts ist ein Funkgerät. Und irgendwann macht er so seins an. Ich so, du läufst direkt in eine Selbstschussanlage. Ja! Nee, halt, stopp. Das kann ich alles wieder geben. Du sagst so, du läufst in eine Selbstschussanlage. Da, wo du jetzt hinläufst, ist auch eine Selbstschussanlage. Wo sind wir gerade? Sind wir bei Offense? Ich habe einfach nur den Hebel gezogen. Kann jemand über dem Hebel gucken? Da steht, wo wir gerade sind. Also auf dem Monitor. Ach so. Abandoned. 21 Offense. Offense sind wir, okay. Dann. Und dann irgendwie Kreis. Weiß ich nicht, was mit Kreis passiert ist, weil dann sind die beiden einfach rausgegangen. Ja. Ich glaub, wir wurden von dem Monster. Haltet ihr die nur aus? Nein, du kannst. Also ich hatte einen Motor in der Hand. Dann kann ich dich nur hören, kann aber nicht antworten. Ach so. Weil das Problem war, du hast halt gesagt, hier von wegen, mach die Selbstschussanlage aus. Und ich glaube, ihr habt mich da nicht mehr gehört. Nee, machen wir nicht. Ja, und kam mir irgendwann nur noch. Bei diesem Monster, was uns gefressen hat, muss man übrigens leise sein. Und deswegen ist er dir hinterhergerannt. Okay. Das ist so ein Schleichmonster, da musst du irgendwie leise sein. Auto, Preis, könnt ihr das erklären? Oh, ich sterbe, oder? Also war ein schlechter Tag für Bohnen, wenn ich leise sein muss. Okay. War ein schlechter Tag, ja. Ja, okay. Haben wir noch Geld? Nee, $6. Vorsicht, da sind direkt Bienen vorm Schiff. $6, ein ganzer Monatslohn noch. Ein ganzer Monatslohn. Geil. Jetzt oder nie! Nee, mach das nicht! Was hat die dann? Was ist eine Frage, können Bienen hier reinkommen? Ja. Weiß ich nicht. Wie er hinter dem Schrank sitzt. Wo ist Ralf? Ich glaube, Ralf ist schon tot. Ich habe nur, als ich weggerannt bin, hatte ich nur gehört, wieso ich? Vorsicht, Bienen! Wer hat denn die Tür zugemacht? Kommt wer rein? Hallo? Nee. Das Schiff ist von Bienen umgeben. Ich habe Ralf gefunden. Oh Scheiße, die Bienen wollen. Nein! Nein, nicht so! Nicht so! Oh nee! Nicht so! Das mit den Bienen war echt eine schlechte Idee. Geh Richtung Haupteingang. Es ist 10 Uhr morgens. Ich kann den Arbeitstag noch nicht enden lassen. Ich würde ja gerne zum Schiff funken, aber es geht ja auch nicht. Leben die noch? Sind die tot? Ich weiß es nicht. Ich bin so allein. Eine Kaffeetasse. Die nehme ich mit für Ralf. Der braucht die. Der ist gestresst. Oh, Gurken. Oh, eine Haarbürste. Und eine Mine. Ich habe irgendein Geräusch gehört. Was ist passiert? Das war wieder die Mine bestimmt, ne? Und noch ein Schlüssel. Oh, eine Kasse. Okay, drauf geschissen, ich hau ab. Sch-
Scheiße. Aber die Kasse ist endst schwer. Leute, ich hab mich verlaufen. Wie komme ich hier wieder raus? Wisst ihr, wo der Ausgang ist? Ist das der Ausgang? Das ist der Ausgang, oder? Hoffentlich hauen die nicht ohne mich ab. Leute, ich hab eine Kasse! Ich kann die Leiter nicht benutzen. Aua. Wie komme ich jetzt zum Schiff? Man sagt, in einem Labyrinth soll man sich immer rechts halten. Ja, nee, ja. Also du sollst quasi aber so gehen, dass du mit der rechten Hand immer die Wand rechts von dir berührst. Dann kommst du quasi raus. Wenn du immer rechts abbiegst, das ist was anderes. Das ist nicht richtig. Au, Bienen! Bienen! Aua, aua, aua! Scheiß Ich hatte eine Kasse! Ich hatte eine Kasse! Ja, wir wissen das! Wir waren nämlich alle schon lange tot! Also, Sven und ich sind im Schiff. Theoretisch. Ja, also ich liege im Schiff. Das stimmt. Da. Ja, man sieht mein Blut. Ich liege im Schiff, weil ich durch Beam getötet wurde. Man sieht auch mein Blut unten noch. Du zuckst bei mir auch noch. Ich bleib immer intern, weil ich die ganze Zeit sterbe und immer meine Erfahrungspunkte verliere. Wir haben ein Problem. Ich konnte mein Funkgerät jetzt dann wieder aufnehmen. Also wir hatten echt einen schlechten Arbeitstag. Oh, ich hatte so viele Sachen, Gurken und so. Ich hab noch ein Funkgerät bereit. Aber das war das der erste Tag, den wir machen wollten? 130? So, mach doch auf den Bums, ist jetzt egal. Okay. Oh. Ich kann das erklären. Hier liegt ein Funkgerät auf dem Boden. Muss ich das aufmachen? Nö. Hier liegt ein Funkgerät. Deine Aufwartung wolltest du machen? Was ist denn eine Aufwartung? Das ist dein Funkgerät. Ja, aber eins bringt doch nichts, oder? Ja, ich habe auch eins. Dafür mein LOL mit Respekt. Weil danke, also die hier drin gestorben sind, mussten ihre Funkgeräte nur wieder... Ah, nee, das war mein Funkgerät. Gib das wieder her. Ich glaube, Ostfriesen sind auch so die rüstigsten von allen Deutschen. Die können mit allem. Wind, Wetter, Alkohol. Da ist aber noch kein. Da hat man noch keinen aus Dortmund Scharnhorst getroffen. Wallahabisch. Wallahabisch. Okay, ey, wir haben noch eine Chance? Nee. Wette in den warte. Nee. Wir müssen eben noch Titel zeigen, wie das hier mit der Klingel funktioniert. Nein, drück nicht die Klingel. Ja. Gut, okay, jetzt weiß er, wie das mit der Klingel funktioniert. Also, ich lebe noch. Wer war das? Ich bin gestorben. Oh nein, du hast... Da war ein Tentakel, der hat Ralf in die Hentai-Zone geholt. Ja. Wir haben quasi null Quote gemacht. Ja, quasi. Ja, warum haben Schlüssel denn keinen Wert? Schlüssel haben keinen Wert, keine Ahnung, ey. Wie viel würdest du denn für einen Schlüssel bezahlen, von dem du nicht weißt, wo er hingehört? Zu dem Schlüssel zu eurem Herzen würde ich mit meinem Leben zahlen. Oh. 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 Oh, komm, ich mach die Hose auf. Oh. Wallah, Krise. Warum darf denn Leute noch im Schiff, oder? Oh, Mann, ey. Also, würde ich mit dem Leben bezahlen, aber für die Schlüssel zu... Also das können wir besser. Es gab Leiterunfälle, ja, wir müssen also... Es sind Dinge passiert. Ja gut, okay. Also ich stelle mich jetzt hier hin und hoffe, dass das klappt. Nein. Was passiert denn jetzt? Wir werden gefeuert, weil wir nicht genug Geld gemacht haben. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Oh, ich hab Ralf hier die ganze Zeit. Nee, ich hab mich gestummt. Hallo? Hallo? Hallo! Wisst ihr, was ich komisch finde? Kalt. Dass jedes Mal, wenn wir ins All gefeuert werden, wir ausgerechnet in so einem Schiff wieder rauskommen. Ja! Komisch! Aber jetzt muss ich erstmal wieder umgehen. Also, meine letzte Erfahrung war ein Kriegsschiff. Och man! Diese Erfahrung ist nicht befriedigend. Was ist die Scheiße wieder an?
Mach ihn an! Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich den hingesteckt habe. Ne, im Schrank ist er nicht. Ich hab den woanders hingepackt. Ey, das Radio geht voll schnell. Wir haben Radio? Hey, ich hab doch gerade Musik, oder nicht? Ja, ich hab auch Musik gehört. Ich hab's auch gehört. Keine Ahnung. Was machst du, Ralf? Bestellst du was? Ja. Stellst du Pizza? Wir sollten die Funkgeräte nicht in die Hand nehmen. Hier ist ein Gewitter. Wenn du was Metallisches, wenn du was Metallisches in der Hand hast, schlägt der Blitz eventuell in dich ein. Ich habe 4 Walkie-Talkies bestellt. Wollen wir mit dem Stahlrohr in der Hose drin? Ja, auch mit Stahlrohr in der Hose. Ich habe 4 Walkie-Talkies bestellt. Aber... Scheiße! Wieso? Ich wurde direkt vom scheiß Blitz erschlagen! Den ist alleine! Hallo! Vorsicht! Alter, Till hat voll den... Wie das aussieht, wenn die rennen. Gott hasst mich. Er hat mich direkt... Das ist die Strafe dafür, dass ich Merle bin. Weißt du? Das ist die Strafe. Der rennt hier rum und weiß nicht, wohin. Dum, 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 dum. Der Ursuli! Dankeschön! Vielen Dank für 2 Euros! Keiner redet! Ist halt eingepackt, Mensch! Kerl, ja, muss halt im Dunkeln bleiben. Das ist Ralf mit dem Mikro. Steffen, wie lange ich streame heute? Ich weiß nicht. Seit 8 Uhr ungefähr, circa. Hallo? Ja, hier. Pass auf. Tit ist allein im Raumschiff. Versteckt sich. Warum ist das Kreis so gut hier? Verstehe das nicht. Hallo, hallo? Das ist ja... Okay, dann sind die beiden drin. Lauf schnell rein. Lauf schnell rein. Hallo? Was? Ich habe euch gesehen. Warum ist Kreis tot im Schiff? Kreis ist tot. Ja, komm. Ich habe ein Walkie-Talkie für dich. Ich habe dir schon alles durchsucht. Ich habe nicht hier, Walkie-Talkie. Ja. Hier. Aber wir haben keine Ahnung, warum Kreis im Schiff tot liegt. Okay. Na klar, wir haben keine Ahnung. Im Schiff? Also, der ist rausgegangen. Im Schiff eigentlich nicht. Im Schiff passiert das eigentlich nicht. Ja, der wurde einfach beim Schiff getroffen, random. Ich war hier schon, weil hier ist literally nichts drin. Okay. Oder ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß nicht, kann man auch runtergehen irgendwo? Ja, nicht zwingend, nein. Ja. Kann man keine Leiter runterführen? Hier geht's noch weiter, warte mal. Hier ist es so. Risky, warte, das ist mit so einem Risky Jump verbunden, warte mal. Ja. Willst du, soll ich? Achso. Ja, komm, warte, kurz. Das mach ich. Nein, dann mach ich es jetzt schlau. Guck mal hier. Da ist das Funkgerät. Nimm das mal eben. Ja,
Ja, okay. Weil dann springe ich jetzt und wenn es klappt. Ja, okay. Applaus? Ja, das klang nicht aus. Ja, immer Teilnahmeurkunde gehabt, immer. Ja, immer. Da ist auf jeden Fall. Ich habe auch immer eine Teilnehmerurkunde gekriegt, obwohl ich nie wirklich teilgenommen habe. Dann schau mal in die Tür rein. Damit wir wissen, dass es sicher ist. Damit wir wissen, dass es sicher ist. Das habe ich gehört. Roger, Roger. Ich bin bei dir. Ist das wie so ein Horrorfilm, dass wir am besten uns aufteilen und jeder alleine herumrennt? Geh du mal hier vorne in diese Spinne. Ich glaube, der Kreis tot, ne? Nee, also, sonst würde ich sagen, der kann V0 aufmachen. Guck mal, kannst du mal hinter dir gucken da? Was ist das für eine Spinnenwebe? Geh mal in die Spinnenwebe. Das ist ein offener Lüftungsschacht. Voll die gute Idee, das sich da vorzustellen. Ich sehe da gerade direkt vor mir eine Spinne. Das ist eine ganz schön fette Spinne, ne? Ja. Aber die ist auch ein bisschen niedlich. Ja, wie du doch. Niedlich, ja. Geh nur noch hin! Alles, was mehr Beine hat als ich, ist ein Cutie. Ich habe einen Laserpointer. Ich gebe dir den und du leuchtest dir ins Auge. Okay. Hier? Cool. Und? Kannst du wie so eine Katze mit der spielen? Ich bin mir nicht sicher, dass die runterhüpft. Ich glaube, die ist tot. Das heißt, du nur aus Start. Ich laser es an, das interessiert mich. Du bist da! Hallo? Da ist er! Er ist immer noch hier! Lauf, 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 lauf! Zack, Katze! Hallo! Wo ist es? Gibt's ihn noch? Ja. Ja, wir leben noch. Wir sitzen gerade in so einem Raum. Und haben Schiss. Okay. Okay, er will nicht wissen, warum. Ich hab genug Schiss. Also, keine Ahnung. Ich hab gelootet. Ich weiß aber nicht, wie ich zurückkomme. Aber der Weg zur Spinne ist frei. Ja. Ja. Die Spinne hat mich angegriffen. Geh da nicht durch. Geh da nicht durch, die greift dich an. Okay. Ich hab's gesehen, Ralf. Ich wurde vom Blitz erschlagen, direkt als ich aus dem Schiff raus bin. Ja, aber ohne, dass du was anhattest, oder? Nö, ich bin einfach vom Blitz getroffen worden. Kannst ja versuchen, ob du da einen Notausgang findest. Ich hab eine Katze gefunden. Eine Katze? Schön. Ja, Katze. Cash vergessen. Eine Katze. Ich hab Katze, Miau, verstanden. Dein Problem. Ha. Dein Problem. Hey, ach, hier ist ein Fire Exit. Ich hätte das gar nicht geben müssen. Er hat die Schraube nicht gesehen. Ich habe das Licht ausgemacht, ist das gut? Also beim Sven sieht es gerade sehr kritisch aus. Ich habe das Licht wieder angemacht. Aber er geht über ein Fire Exit, aber ich weiß nicht, ob er das mit dem... Ja, doch, er hat nichts mehr Metallisches in der Hand. Gute Idee. Ach ja, hier ist er. Hört ihr mich? Ich bin jetzt... Okay. Hallo, nicht mehr. Roger. Hallo, hallo, ich bin draußen. Ich werde von Blitzen angegriffen, weil ich ein paar Sachen in der Hand habe. Ich muss aufpassen. Ich lauf gerade zum Schiff. Da war ein Fire-Exit. Vor allen Dingen ist es nachts, sie werden jetzt Monstern begegnen.
Sie werden Monstern begegnen. Er hat das Walkie-Talkie bitte. In der Angst, dass er wirklich schon hinter dir. Oh Mann! Ich glaube, ich hab dich gesehen. Eventuell kamen Blitze. Gelten die Blitze auch, wenn man metallische Sachen in der Tasche hat oder nur, wenn man sie vor sich herträgt? Ja, sicher, aber ich möchte jetzt dieses eine Rätsel lösen, was mit Kreis blockiert ist. Ich bin rausgegangen und wurde vom Blitz getroffen. Ich bin einen Meter vor das Schiff gegangen. Peng! Nee, Ralf hat mich reingetragen. Achso, nee. Mann. Aber ey, wir haben noch zwei Tage Zeit. Wo ist das scheiß Licht? Ja, es ist auch in der Tasche. Du musst die Sachen dann auf den Boden werfen. Oder du musst gucken, welches in deinem Inventar anscheinend leuchtet und das wegwerfen. Ah, okay. Ralf, fliegst du uns, oder? Ja. So, Licht bitte an. Danke. Okay. Ist an. Ich weiß gar nicht, was ihr mal habt. Das ist doch an. Ist hier kein Gewitter? Gewitter? Nee, Gewitter? Gewitter aus. Wo? Okay. Düsseldorf? Ist das, sehe ich das richtig? Ist hier, Ja. Oh, oh, ja. Hier ist Sonnenfinsternis heißt. Wo sind die alle? Ach da. Das wollte das Opfer bist, das Blutopfer. Hallo Leute? Leute? Ach da! Hallo? Gott. Die sind auch so lang? Okay, cool. Ich hab Tittchen gefunden. Das ist schon mal gut. Ey, hier drüben, wo seid ihr? Hier. Ich bin hier. Guck mal hier, ich bin hier im Startgebiet. Da drüben ist ein offenes Lager gewesen auf der anderen Seite. Okay, ich komme. Aber mit Sprung. Ralf ist gesprungen. Ich weiß nicht, ob er überlebt hat. Ja. Ah, hier links liegt ein Motor. Ich höre Ralf irgendwo noch. Er hilft noch. Gibt's hier coolen Loot? Ja, eine Schraube. Hier geht eine Treppe runter. Da ist noch ein Lager hinter der Treppe. Hallo? Was? Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ja, Kreis, hier. Bist du irgendwo runtergegangen? Ich bin hier, hallo? Hallo? Kreis, da ist er. Okay. Ich habe gerade Titte irgendwo gehört, aber ich weiß nicht, ob er verschwunden ist. Titte! Ja, ich höre ich. Hörst du ihn durch die Wände irgendwo, ne? Er lebt jetzt in den Wänden cool. Bei den Ratten und den Wühlmäusen. Ich habe nur einen Schlüssel. Ich bin hier drüben, ich spring wieder rüber. Oh Gott. Hallo, Leute? Ja, ich bin noch da. Boah. Hier liegt ein Toter. Liegt Toter. Ich hab einen Toten gefunden. Und einen Motor. Ja, den nehme ich mit und du nimmst den Toten mit. Okay, Achtung, es ist Sonnenfinsternis. Wir müssen jetzt leise sein, weil vielleicht Hunde hier rumrennen. So. Ich hab Titte gerettet. Lebt noch einer? Ich glaube, Sven ist tot.
Sollen wir... Ich sag mal, wir orbiten einfach mal. Ey, guck mal, wir haben schon so ein bisschen was gefunden. Ja. Könnten Tag 1 überleben dann, oder Schicht 1 quasi. So, jetzt stellen wir Fragen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Oh Gott, ey. Ich hatte ein ordentliches... Ich hab nur irgendwie, Tinte war hinter mir, da hab ich gesehen, da ist, und dann war er auf einmal ganz leise und dann war er weg. Ich hab einen Kopfparasiten gefunden. Okay. Ich bin nicht durch die Tür gegangen. Ich hatte einen dicken Eumel in der Hand und einen Fisch in der Tasche und dann bin ich runtergefallen. Hey, aber so lebt sich's an der Nordsee. Ja, so ist das normal. Ja, hast einen dicken Eumel in der Hand und dann... In Hamburg ist das ganz normal, du. Ja. So, das nennt man auch den First Spirit. Den First Spirit. Okay, warte, wir haben noch einen Tag. Wo fliegen wir hin? Ich suche uns mal einen schönen Mond raus. Wir haben $90 Start. Ja, aber auch nur bei 100%. Und wenn wir jetzt verkaufen, haben wir nur 77%. Deswegen. Ja. Ich fliege hier hin. Da ist gutes Wetter. Wieder an. Entschuldigung. Hier ist gutes Wetter. Ja, nur beim Dunkeln traue ich mich zu tanzen. Das ist nicht lustig. Ja. Erwischt. Bei Joe Mava mit den Kanadiern. Mach das Licht wieder an. Du. Wir können das Spider-Man-Meme damit machen. Oh ja, oh ja. Ja, das Spider-Man-Meme. Ich sag's doch, der steht wie Spider-Man da. Siehst du, es ist nicht Spider-Man. Siehst du. Du bleibst stehen. Nein, du bleibst stehen. Ich zeige mit dem Finger auf dich. Du bleibst stehen. Wir landen. Ich habe meinen Finger in dir. Wo landen wir? Peter ab! Haben wir Geld? Nee, $6 nur. Geld. Wir haben kein Geld. Ciao, Leute. Tschüss. Haben wir jetzt was bestellt? Tschüss. Von wo? Wo ist denn der Eingang hier? Sven! Wo ist denn der Eingang? Oh, das wird nicht hier weg. Der rennt da hinten durch den Wald. Da vorne ist. Vorne rechts. Ah, hier. Er ruft, er hat den Eingang. Okay, jetzt nicht alle. Nicht alle gleichzeitig auf die Brücke, bitte. Genau. Warum? Weil die wackelig ist. Das ist. Genau. Komm. Geh da hinten weg! Komm. Ich laufe, ich beeil mich. Oh mein Gott, ich will nicht abstürzen. Okay, wir haben es geschafft. Wollen wir da unten ist auch noch der Notausgang, ne? Ja, aber jetzt können wir erstmal in den Haupteingang gehen. Aber der Notausgang ist auch wieder Monster. Oh Gott, ist hier dunkel. Da unten ist Licht, ich sehe es doch. Ist hier in der Ecke was? Hier ist so ein Serverraum. Also im Serverraum findet man manchmal Fisch. Ich habe keinen gefunden. Da nicht. Leider keinen Lachs. Was ist? Ich höre gerade. Hallo? Was für der Seekreis? Wo bist du? Hab ich gar nicht. Komm mit, wir sind doch hier drüben. Ist doch geil. Vielleicht können wir den verkaufen. Laserpointer. Ich höre irgendwas. Man kann das Rohr nicht ziehen. Ja, das falls. Das ist nur wenn Dampf da ist. Dann kannst du in den Dampf gehen und kannst diese Valves suchen. Sag nie wieder in einem dunklen Raum, man kann das Rohr nicht ziehen. Ich hab einen Schlüssel, noch einen Schlüssel. War der schon links? Hallo? Ich habe zwei Schlüssel gefunden. Ich habe hier einen Raum mit Licht gefunden. Boah! Arschloch! Mann! Bombs!
machst einfach Tür auf. Hast du das gehört? War das ein Kuchen? Toll, jetzt alles aus. Dankeschön. Hi. Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Wir sind hier irgendwo unten in so einem... Gott, bist du das? Gott? Lili, wo bist du? Lebt ihr noch? Hallo? Geh mal gegen... Ah, oh, nee, hier ist zu. Ich hab das gesehen. Wo ist Ralf? Na, hier jedenfalls nicht. Hinter mir. Wow, hast du das gesehen? Oder warst du bei mir? Wo hier sind die? Bin ich. Wir, ja, Ralf, ich hab Ralf gefunden. Ah, hallo! Oh Gott. Oh. Oh Gott. Wer ist dafür, dass der Laserpointer vorläuft? Tue ich das nicht schon? Jo, anscheinend. Oh, nee, hier sind wir falsch. Hier war der Ausgang. Ja, aber vielleicht sind wir da richtig. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Wenn wir rauskommen, ist es vielleicht dunkel. Ja. Ich glaube, wir sollten glaube ich, verschwinden. Ich glaube, hier ist nicht so viel zu holen. Nee. Ich habe zwei Schlüssel. Ich gehe zum Ausgang. Tschüss. Ja, super. Dann hast du 12 Uhr. Ja. Und meine Verbindung hier bei YouTube bricht wieder ab. YouTube hat heute irgendwie Probleme. Vorsicht, da sind Bienen. Nee. Also die looten da auf jeden Fall gerade was. Was machst du nicht schon? Losfliegen jetzt? Internet ist heute irgendwie kaputt, ne? Vielleicht schmilzt jetzt der ganze Schnee und die... ihr wisst schon. Habt ihr gerade keine Verbindung, Chat? Was geht ab, Chat? Guten Abend, Arvid! Ja, ihr müsst mal F5'en. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, aber ihr müsst mal F5'en. Ich glaube, sie kommen wieder. Hallo, ihr Opfer! Hier ist das Schiff! Okay, guck mal. Daisy läuft auch alles. Wenn bei Daisy alles läuft, dann... Ihr lauft in die falsche Richtung, aber ich kann Ihnen das eh nicht sagen. Ja, ich schreibe mal raus. Opfer! Opfer hier! Opfer! Ah, da! Schön Opfer! Ah! Hier! Nice! Guck mal, wir haben richtig abgesagt. Ja, ich hab's auf dem Radar gesehen, Alter. Er hat voll den Roboter. Ich hab richtig die Sahne in dem Keller gemacht. Die Sahne in den Keller? Was war auf? Sahne auf den Hering gelegt. Hier sind Bienen, Vorsicht! Pass mal auf, was er in der Tasche hat. Da sind Bienen, ich will keine Bienen. Erstmal habe ich für Quack Chemikalien. Alter, wir... Ein Spielroboter. Alter, wir können richtig Crack machen und dann mit Robotern spielen. Und ein Laser haben wir auch noch. Ja, ich dachte, Meth ist das. Jetzt ist die Frage, fahren wir schon verkaufen oder gehen wir nochmal einen Loot Run machen? Ja, nee, einmal verkaufen. Wir können uns die Fingernägel machen, aber ist auch cool. Aber wir haben nur 77% dann oder so, ne? Aber also, ich hätte gerne eine Pediküre. Keine Notes. Tittchen. Most paranoid. Warum bin ich immer der meist Paranoide? Paranoid und verletzt. Was hast du gemacht? Wir haben einen Keller mit Sven alleine, ne? Da gehe ich nicht nochmal rein. Meistens Blut jetzt danach. Der meint, ich sollte da mal zum Roboter bücken. Ja, Moment, also einer von uns beiden hat gesagt, ich muss mich erstmal warm machen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass in diesem Fass Chemikalien sind. Ja, es war viel Arbeit, aber wir haben es voll gekriegt. Naturprodukte. Ja. Echte Bio-Männermilch. Also wir sollten nicht alles direkt verkaufen.
Ja, aber weil wir nur 77% kriegen, sollten wir die teuren Sachen abgeben. Ja, genau. Ja, und also teuer ist hier gar nichts. Der Roboter? Ja, ist doch so. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht. Warte, wie viel müssen wir zusammenkriegen? Wir müssen 130 zusammenkriegen. Halt mal den Roboter, der macht richtig schöne Geräusche auch. Ja, es ist oh, ja. Scheiß, sofort sind alle Monster auf dich aufmerksam, so. Das ist voll die Alarmkiste. Alter, ich verkauf den. Oh, ich hab fast den Moment verpasst. Komm schon. Ja, wer geht jetzt nochmal klingeln? Ihr seid alle Muschis! Ui! 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 Ach stimmt! Moment, ey, warte mal, zeigt der 100% an? Weil wir haben 0 Tage übrig. Zeigt der 100% an? Weil da müssen wir eh alles verkaufen. So. Ja, ne, der zeigt 100% an. Ja, da müssen wir eh alles verticken. Jetzt warte doch, bis der andere Zeug da auch noch liegt. Titte bimmelt schon, das ist unfair. Bei jedem Bimmler könnte es vorbei sein. Das ist wie dieses, wie heißt das Spiel? Ich weiß gar nicht. Aber die Schlüssel behalten wir, oder? Weil die bringen eh nichts und die können wir gut gebrauchen. Ja, einfach mit G die Sachen hinlegen? Mit E, ja. Oh. Oh, der Tentakel, Mann. Nimm mit E. Wo ist Sven? Ich glaube, Sven hat einmal zu viel gebimmelt, weißt du? Hat er wieder seinen Bimmelspaß gemacht. Oh! Aber nee, ich habe nichts gesehen. Vorsicht! Der hat das Fenster ist aber offen. Wartet! Was hast du? Oh nein! Oh, Kreis! Warum haut die ab? Warum fährt der? Warum fährt der weg? Was ein Arsch, ey! Burns! Burns! Wieso fliegst du einfach los, du Arsch? Echt mal? Du Schwein! Das hat uns übelst viel Geld gekostet! Warum bist du einfach losgeflogen? Nee. Oh Gott, Alter! $150 verschenkt! Der einzige. Guck mal, hier! Guck mal, ich kann's. Ach, guck mal, ich kann... Dafür gibst du uns extra Urlaub. Doch, es hat $156 hat uns das gekostet. Aber wie geil. Wie? Nö. Nee, pass mal auf. Für wen blame? Ich zeig alle. Wer braucht alles noch? Wir brauchen Walkie-Talkie. Ich brauch mein Leben zurück. Shame. Shame. Schande. Schande! $150 dafür hätten wir Nebel. Für $150 hätten wir Nebelhorn kaufen können. Die sind jetzt weg. Oder einen Puff gehen können, Mann. Nebelhorn kaufen können, meine ich. Ein Nebelhorn kaufen können oder uns das Nebelhorn hornen können. Hat dich das Video mit der Socke auch nochmal geschickt? Ja, das ist mit der Folge. Du weißt nicht, du glaubst nicht, was los war. Doch, du warst schon wieder im Puff. Ja, und geraucht hast du auch. Und dann, wie geil sie auch geht. Und dann, auch. Ich hab nicht geraucht. Wie sie dann so beleidigt geht und dann, ich hab nicht geraucht. Ja, ich hab nicht geraucht. Kann man sie nicht den Finger rausstrecken, wenn man sich bückt? Nee, du kannst nicht, wenn man bückt, den Finger raustun. Dann bist du der Gefingerte. Oh. Warte, wir müssen jetzt irgendwo hinfliegen noch. So. Moons? Ich will gerne wir schon. Bei. Toll. So. Hey. Hä, warte mal. Hey. Hä, warum? Hier kommen wir gerade her. Warum landest du schon wieder, Ralf? Hä? Was machst du? Er macht uns alle tot. Was ist hier los, Alter? Ich wollte stoppen. Tut mir leid. Unable to root the ship. Jetzt müssen wir in Orbit. Was ist mit dem Repack? Können wir den Flugskompensator bauen? Ihr seid solche Arschgeigen! Ja! Oh Mann, das kostet wieder. Das kostet doch wieder Geld, Alter! Oh Mann! Wo war der denn im Schiff? Er hat Kingel gedrückt. Aber wir haben ja nicht verkauft. Oh Mann! Also. Ja, aber es kostet. Mann. Jedes Mal, wenn einer stirbt, kostet es halt Kohle. Ja. Naja, also ja. Ich habe nicht auf den Knopf gedrückt. Ich war schuld.
gib's zu. Ich bin hat schuld. Ich glaub, ihr habt doch gesehen, wie ich anklagend den Finger erhoben habe, während sie weggeflogen sind. Ich habe auch so. Ja. Die geilste Werbung, die es gab, ja, die war echt gut, die Werbung, Alter, mit der Socke. Das war für Geschenke-Idee oder so, ne? War das nicht irgendwie für Geschenke.de oder so? Ja, keiner mag Socken zu Weihnachten. So, und dann auch so mit diesem Riesen. Ja, damit du nicht mehr so fett bist. So, wir landen. Nee. Ich gehe hier nicht mehr raus. Ich lasse mich hier doch nicht wieder zurück. Ich wurde hier zweimal zurückgelassen. Nee, ich habe für uns alle Equip gekauft. Jetzt müsste gleich irgendwo das Dingeling landen, oder? Landet gleich das Dingeling? Ja. Können wir das Dingeling dann anfassen? Ja. Das landet immer hier, oder? Ich weiß nicht. Kann ich mich runterstellen und dann sterben? Ja, wahrscheinlich. In diesem Spiel würde ich sagen, definitiv ja. Euch ist das noch nie passiert? Das überrascht mich. Ja, weil es so unwillkürlich, unberechenbar irgendwo landet. Nicht, aber, dass wir es nicht schon versucht hätten. Aber wir hatten heute schon... Oh, schau dir mal die Leiter an. Puck. Was macht eine rote Sonne? Die ist einfach rot. Rote Sonne ist, glaube ich, nicht schlimm. Sie leuchtet rot. Toll, jetzt haben wir 4 Taschenlampen und kein Mikrofon. Walkie-talkie. Komm doch. Wie kommt das auch noch? Wann kommt das? Ich glaube, er hat uns angeflunkert. Ja, nee, das, wir müssen warten, bis das wegfliegt. Dann kommt, glaube ich, ein neues. Ach so. Boah, stell mal vor, du sitzt da drin zum Evakuieren, wie sich das Ding dreht. So, oh nein, wieder ein Evac-Pod, ich mach den nicht auf. Deswegen machst du genau solche Geräusche wie ich dann am Samstag, wenn ich den scheiß Zoom-Streaming endlich öffne. Machst du welchen auf? Hast du Appetit drauf? Nee. Ja, Ralf hat Appetit drauf, dass ich das aufmache. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, Scamazone hat. Das ist Scamazone. Ralf? Ich geh mal glotzen, ob ich. Nee. Also, Sagor weiß, ob man stirbt, aber er verrät's nicht. Ich weiß nicht, ob da wirklich was kommt noch. Hast du 2 Bestellungen gemacht? Ja. Aber ich glaube, der liefert immer nur zu jeder vollen Stunde oder so, kann das sein? Irgendwie hatte ich da mal was gelesen, glaube ich. Aber irgendwie kommt da auch nichts. Die anderen sind schon drin. Da kommt nichts mehr. Wir wurden gescammt. Wir wurden reingelegt. Ich gehe jetzt rein. Hallo? Was hast du gefunden? Seid ihr am Leben? Also, das ist Kreis. Hallo? Ja. Also, beziehungsweise, bei Tille bin ich mir nicht mehr sicher. Der war gerade ein bisschen nervös und jetzt höre ich noch nicht mehr. Hallo? Hallo? Ah, da ist er. Da, hier irgendwo ist Kreis, da. So. Okay. Ja. Sehr gut. Warte, ich hab noch was. Einmal bitte ein paar Sachen. Ja, okay. Wo ist Kreis? Ja. Ich hab einen Teekessel. Hä, da war ich doch gerade, den hab ich nicht gesehen. Oh, nice! Das Horn! Das ist mein liebstes Item. Ja, hier. Ich hab das
Also, und Ralf sitzt da hinten und kauft die ganze Zeit Sachen ein, Alter. Der ist auch schon wieder ein bisschen fertig heute, ey. Der Bube. Scheiße, Spinne. Das mit dem Nährhorn war nicht so eine gute Idee, Entschuldigung. Aber wie geil ich gehe, guckst du und er. Scheiße, Spinne. Also habt ihr beide ein Horn? Ja, er hat ich hab ein Mehrhorn. Ich hab das dicke Horn und er hat das kleine. Okay. Aber ich kann. Du kannst öfters als ich dafür. Ralf, wir haben dir was mitgebracht. Wo ist denn der Ralf überhaupt? Ralf eigentlich. Ja. Ist Ralf noch da? Ist Ralf, Kreis, was hast du Ralf aufgegessen? Nein, Ralf war hier und hat. Wusstest du, dass es mehr als 7 Zwerge gab? Eigentlich gab es mal 30, aber als es nur noch 8 gab, fing alle Vielfraß an zu misstrauen. Ralf ist da, wo die Spinne fast ist. Bewegt er sich? Ja. Oh, Ralf ist direkt am Eingang. Hat er jetzt alle Walkie. Habt ihr es gehört? Fuck! Mach das zu! Ja. Boah, hast du das gesehen? Da kam noch irgendwas! Du weißt, dass du es damit anlockst? Versuch's wegzulocken. Die andere Seite des Schiffs. Leise, nichts sagen! Ja, und? Hat das geholfen? Nee, überhaupt nicht. Entschuldigung, also jetzt ganz ehrlich, ich bin super gespannt. Jetzt stell dir mal vor, Ralf kommt jetzt zurück und macht die Tür auf. Eigentlich war mein Plan, dass deswegen war ich auf der anderen Seite des Schiffes, dass es außen rumgeht. Ich wusste nicht, dass es durch die Tür jeeten kann. Nee, das ist so der Durchbump. Okay. Hallo? Ich hab's sehr getriggert. Oh. Hallo? Ja, hier. Guck mal hinter ihm, oder? Ja, da war ultra viel. Weiß er, dass er leise sein muss? Nee, ich glaube nicht. Er wird gleich irgendwann Hallo rufen. Spätestens am Schiff wird laut rufen. Jemand da. Nein, das könnte jetzt nicht werden. Hallo? Boah, wenn er jetzt die Tür aufmacht, Hallo. Ist mega lustig. Hallo! Oh Mann, ey! Wer hat den Knopf jetzt gedrückt, dass es losfährt? Oh, Autopilot! Ich hab euch Walkie-Talkies mitgebracht. Ja! Ja, das ist schön, dass du Walkie-Talkies hast. Dann hätten wir dich auch warnen. Und dann, ey! Ich dachte alles sofort, wenn der gleich die Tür aufmacht. Wir lagen alle tot im Schiff. Wir lagen. Aber Kreis aus dem Haus. Die Tür war geschlossen. Ja, weißt du, er weiß, dass er leise muss. Und ich so spätestens, wenn er am Schiff ist, wird er Hallo rufen. Oh ja, das, genau am Schiff, er ruft Hallo und das Tier dreht sich so um. Boah, kurzen Tag hat's ihn erwischt. Aber unsere Taschenlampen liegen noch hier zum Glück. Oh. Ja, ich hab stimmt, ja. Walkie-Talkies mitgebracht. Ja, vielleicht hast du ja Glück, dass das Walkie-Talkie. Ah, nee, du warst ja noch nicht am Schiff dran. So, du hast ja vorher nee, schon Hallo gerufen. Wofür ist der Schlüssel? Der was? Gut? Der Schlüssel. Ja. Es gibt Türen. Genau, es gibt einfach geschlossene Türen so. Wie selten sind die? Haben wir noch nie gesehen. Wir sind doch noch nicht auf den. Es gibt auch noch Planeten für richtige Skiller, aber so viel Geld hatten wir noch nie, dass wir da hinfliegen können, weil die kosten nämlich 500 zum Anfliegen. Lass mal kurz das Licht aus, ich will mal einmal was probieren. Ja. Okay. Ne, alles gut. Wir probieren. Man macht einen Schatten, aber man kann nicht. Mach noch mal aus, bitte. Okay. Ah, guck mal, du kannst eine angeschmissene Taschenlampe hinwerfen. Schreck mal den Finger raus, Kreis. Guck mal, ich kann Schatten. Ich kann nicht Schatten spielen. Aber so ein Pimmelschatten? Ein bisschen. Guck. Kann ich so die ganze Zeit. Okay. Ich will nur gucken, ob Schattenspiele gehen. Wir können weitermachen. Okay, wir landen.
Vergiss nicht dein Taschenlampe hier nochmal zu laden an diesem Gerät. Hier, an diesem Gerät. Nur so als Hinweis, wenn wir gleich ins All rausgepustet werden, ist für mich Ende. Okay. Ja, aber, ist auch eine gute Zeit. Bis dahin, also, ja. Ja, ich hab immer... Dann, ne, ist grad, ich hab immer so 23 plus minus, gell? Ja, ja, ich guck nur gerade, ob von wegen genug Zeit und so, ob jetzt gerade hier Eclipse ist. Dann wär sowieso vorbei. Nee, ich schau vorher immer, was ist. Du siehst es ja auf dem Radar dann, bevor du es anfliegst. Ja, ich hab noch nie eine Sonnenfinsternis überlebt. So. Hallo? Ihr Schweine! Ey, geht doch so. Hier liegt eine Mine. Ah. Ich hab hier was gefunden, aber das ist voll verstrahlt oder so. Ja, ich Ich hab hier so ein Ding aus so einem Generator rausgenommen. Oh nein, er hat den leuchtenden Pimmel rausgenommen. Jetzt ist überall der Strom weg. Aber da stand, der Wert kann nicht angezeigt werden. Das ist bestimmt viel Geld wert, oder? Ja, also auf jeden Fall wurde ich gerade mit verstrahlt. Lass mal weggehen. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht. Hallo Leute, wo seid ihr? Hallo? Also, ah, da ist er. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht, aber Baumi meint, das Ding ist fast nichts wert. Ich komme mal trotzdem eben mit. Dann können wir vielleicht mal eben gucken. Ey, es hat geleuchtet. Ich hab's rausgenommen. Ralf ist tot. Titte noch nicht, der irrt da drin noch rum, aber Ralf sieht tot aus, der bewegt sich nicht mehr. 80. Komm, wir gucken Titte dabei zu, wie er jetzt gleich stirbt. Von wegen, das ist nichts wert, 80 ist doch voll gut. Bei mir steht immer noch Value, Fragezeichen. Aber ich hab's gerade rechts abgelegt, da stand 80. Ah, ja, komm ich jetzt auch, guck mal, okay, Ralf ist kaputt. Der hat irgendwas Grünes in der Hand. Titte. Nein, Titte hatte was Grünes in der Hand. Achso, ja, ein Item halt, ne? Die sind immer so. Aber er steckt irgendwie fest. Ich ruf ihn mal. Hallo, hörst du uns? Hallo? Ja? Komm, Ralf ist tot. Wir können fahren. Ralf ist tot. Ralf ist tot. Andere sagen guten Morgen. Dann, Grüße. Andere, willkommen auf Arbeit. Andere sagen ja, Ralf ist tot. Dunkles Stahlherz ist in dem Pool? Boah, echt? Ich hab irgendwie ein komisches Monster gefunden, was mich angekotzt hat, wenn ich die Lampe in die Fresse geleuchtet habe und dann bin ich weggelaufen. Man kann am Computer im Bestarium oder so kann man gucken, was man mit den Monstern machen muss und wie man die besiegt oder so irgendwie. Ja, also das Stoppschild auf dem Kopf, das war schon sehr effektiv, ne? Man muss sie aber immer erst scannen. Tittchen hat wieder die meisten Verletzungen, warum? Was? Irgendwer hat eine 100 gewürfelt. Ja, vielleicht hat er so lange die meisten Verletzungen, bis er halt... Ralf, was ist passiert? Ja, ich bin durchgesprungen in Schlucht. Ah, okay. Tot durch Susu. Tot durch Schlucht. Ja, Susu. Ich stehe unten, alles geht aus, Licht geht aus, wird verstrahlt. Ralf kommt mir mit dem Ding hier entgegen. Ich habe eine Lampe gefunden. Ja, die Tschernobyl-Glühbirne, ey. Ja, Hauptsache Bill. Die leuchtet sogar, obwohl die keinen Strom hat. Okay, wir sind... Ja, laut dieser gibt die 80. Gibt's auch. Experimentation sind wir. Titte, fliegst du uns weg? Was machst du da? Ich höre... Hm.
Okay. Ich hab ein Windows-Update draufgezogen, das war's. wir können. Sind wir schon. Ralf hat Schlucki. Ja. Das kommt vom grünen Blasen. Ich hab Schlucki, ja. Achso, nee, den, kanntet ihr hier diesen, diesen Niklas, der immer vom, der vom Lachen hat den Schluck aufgekriegt, immer irgendwann. Und das war immer voll, ja, das war immer voll krass, weil, ne, wenn du dann so sitzt und hast dann so deine Runden und hockst da rum und bist irgendwie am Daddeln oder so, da wird immer viel gelacht, ne, und dann irgendwann immer, konnte er gar nicht mehr sprechen, Alter, weil er einfach... Hallo, Freunde! Ach, dieser Ort ist das. Aber wir haben kein Geld mehr für Funkgeräte, ne? Wir müssen wieder so rein. Nee. Das heißt, wir müssen 500 machen für die nächsten Planeten an Kohle. Da kommt ein Wurm aus dem Boden. Was? Was? Nein, vergiss es. Ich ist nur in meine Hose gewesen, gerutscht. Ja, ich kenn das, was du meinst, wenn man sich morgens nochmal umdrehen will und man reißt die nächste Häuserwand ein. Ralf, wir sind hier oben. Wo bist du? Ach, da. Ja, hallo. Ich komm noch. Ich hab Schlucki. Echt, Geronimo hat das auch? Voller Lachen Schluck aufkriegen? Wir hören auf jeden Fall immer Ralf in der Ferne. Ja, ich bin schon da. Die anderen sind schon drin, oder was? Weiß ich nicht. Na, wahrscheinlich. Hallo? Buh, rechts unten ist nichts. Ach so, okay. Ah, nee, ich bin nach links gegangen, ich hab da auch. Monster Vampir! Aber hier ist ein Monster drin. Was macht das Monster so Fischauge? Das ist gefährlich? Weiß ich nicht. Das ist immer nach rechts gelaufen. Alle Monster hier sind gefährlich. Oh, ich sehe es kommt. Oh Gott! Ich bleib hier. Da hinten ist ein Monster. Stell dir mal vor, so in der Realität, so da hinten ist ein Monster. Leute? Hier ist ein Monster, Vorsicht. Ja, ich weiß, ich habe auch meine Hose verloren. Liegt schon wieder ein Schlüssel rum. Hier ist ein Monster, Vorsicht. Wo ist denn das? Wo ist das hier? Hallo? Hier, die Mine. Ja. Wo ist das Monster? Irgendwo hier am Ende des Ganges. Warum laufen wir eigentlich auf die Monster zu? Sollten wir das... Sollten wir nicht weg vor dem Monster? Eigentlich schon. Oh! Warum laufen wir da immer näher? Hier ist so ein Raum. Also beim letzten Mal war hier links in die Ecke die Selbstschutzanlage. Aber hier ist so ein Jockel, hier oben. Kommt mal rauf. Hier. Warte mal. Habt ihr es so gesehen? Nee, ich höre es. Ich höre was, aber... Ja, es läuft links an uns vorbei. Oh, das ist eine gute Idee, was der Team macht. Das mache ich auch. Man kann da eigentlich komplett helfen. Ich habe den langen Axel genommen. Oh, Vorsicht! Alter, das ist ein dicken Schwanz! Oh, es macht Gas! Giftgas! Ja. Giftgas! Ich hab meine Lampe verloren! Wo ist Sven? Weiß ich nicht. Der war doch bei dir! Der hätte gesagt, das ist eine gute Idee hier oben her. Aber was ist das da unten? Oh Gott, ist das? Da ist Schleim! Darf ich den anfassen? Nein. Ich will aber, wo ist Ralf? Ralf, ich rufe mal.
Er lebt noch, ich höre ihn. Irgendwo. Ich lebe noch. Was war das? Ich lebe noch. Puff. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Hier, lass mal da, wo Ralf war, hingehen, weil die Mine ist ja jetzt weg, oder? Ja, das stimmt eigentlich. Hier liegt ein altes Telefon. Guck mal, warte. Ich habe einen Motor, ich kann nichts aufheben. Aber da liegt noch eine Mine, pass mal auf. Was war das? Es war auch eine Frau schreien gehört? Ja. Ich glaube, wir sollten hier weg. Ich glaube, wir sollten gehen. Kam Ralf her? Wahrscheinlich. Oh Gott. Schleim! Okay. Hierher? Wir sind irgendwo von hier gekommen. Okay. Warte mal, ich kann doch, wenn ich das hier fallen lasse, die Taschenlampe anmachen, dann wieder aufheben. Dann hab ich Licht. Dann müssen wir hierher, dann rechts, dann müssen wir geradeaus, dann links, rechts. Warte, rechts, ich bin nicht so schnell. Geradeaus. Links, rechts. Da. Ich glaube, hier lang. Wie geil es gerade war. Ich lebe noch. Boom. Was ist das? Oh Gott! Käfer! Boah, da war ein Käfer, Alter! Ich mein, die Aussage ist ja nicht falsch. Zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt. Oh Gott, wir müssen zurück zum Schiff. Oh! Was war das? Was war das? War das ein Sandwurm? Das war irgendwie ein Sandwurm oder so. Kreis? Kreis wurde einfach gefressen. Ich wurde gefressen, aber wie geil das gerade war. Weggelutscht wie eine geile lange Spaghetti. Wie geil das gerade war, wir stehen da, weißt du, so, Tim und ich stehen da und du hörst so Ralf aus dem Flur, ich lebe das noch. Boom! Neue. Was? Ja! Ralf? Lass mal eben wegfliegen, voten, dann weiß er, dass alle tot sind. Nee, das weiß er nicht, er kennt die Funktion nicht. Ja, egal, komm. Doch, ich hab ihm davon eben erzählt, dass es die gibt. Alter. Aber wie krass. Aber ich hab's doch einfach so überlegt. Du hast gerade von Fusel bist gestorben. Ich wurde halt gesandwurmt oder so. Ja, ich bin einfach so, eben da, wo ihr dreimal drüber gelatscht seid, bin ich auch drüber gelatscht, ich bin dabei gestorben. Unterwegen Darkmaß. Nee, der ist doch tot. Alter, und dieses Telefon zu tragen war ja übelst gruselig. Das heißt, ich kann das Schiff starten. Jetzt ist die Frage, wie? Weiß ich nicht. Mond. Also bei mir war es anstatt die Mine. Building, ja, ich aber nicht gesehen. Obwohl ich weiß, wie die Mine aussehen. Ja, normalerweise sieht man die, aber keine Ahnung, vielleicht war die so kacke platziert. Aber den Sandwurm hatte ich aber auch noch nicht. Nein. Confirm. Echt, Julian? Was kann man denn da machen? Moon, okay. Also wenn du den Tentakel meinst, den kennen wir. Ich hier wegkomme. Kreis, nur noch kurz zu dem Mann. Der ist schon raus. Mein 59 ist angekommen. Ah, sehr. Was? Der Glorious vorhin? Ja. Ja. Okay, wir haben 30. Ja, vor 2 Stunden steht er, ja. Alert, Autopilot. 2 Stunden schon? Was? Ah, okay. Sehr gut gewotet. Wenn ihr die Luke runtergeht. Ihr seid wieder alle gestorben. Aber wir haben eine Note C. Note C ist durchgekommen, Leute. Note C. Ja, wir sind durchgekommen. Ich wurde 2 Meter hinter dir von einem Sandwurm gefressen, Alter. Irgendwie, es kam einfach irgendwas aus dem Boden. Ich habe überall so komischen Staub gesehen, dachte mir, ja, ich laufe hier durch und red weiter und irgendwie... Oh Mann, wir hatten eigentlich so viel Zeug. Wir müssen zur Company, also einmal Moons und dann Company eintippen, ne? Ja, ja.
Okay, Moons and Company heißt also verkaufen. Also ja, genau, du kannst an der Company mal verkaufen. Ich hatte irgendwelche Namen da unten eingegeben, weil es stimmt immer ja nicht unser Weg oder so. So, ich bin gespannt, ob wir überleben. Sieht schwierig aus. 6315 vielleicht. 6315. Und diese Lampe. Also ich bin stolz auf uns. Im Schrank hier. Ja, aber wir sind sehr häufig auch schon sehr Schiff stolz hinter dem Container ist eine Luke. Okay, warte, wir verkaufen erstmal. Genau. Waiting for Crew, irgendwas ist hier falsch. Ja, bei mir ist auch Waiting for Crew. Ja. Müsste ich auch was in die Hand nehmen? So. Waiting for Crew. Ja, bei mir auch. Haben wir es zum Abschiss gebracht? Nee, oder? Boah, mach das Dicht da an! Nee. Mach den Fluss drüber an! Licht an. Oh, ist an, okay. So, ich hab hier Sachen. Warum sehe ich schon wieder nichts? Mann, da kannst du nichts aus dem Schrank nehmen. Wo ist der scheiß Lichtschalter hin? Achso, Entschuldigung, warte. Mein Fehler. Okay. Ich habe ihn gut sichtbar platziert. Beim Tittchen, also wir sind ja im Discord drauf, Tittchen hat abgeschmiert. Achso. Was? Bei Titte ist irgendwas abgeschmiert. Oh, okay. Aber ich denke, wir werden eh nicht unbedingt durchkommen, oder? Das hören die nicht. Ich hab ja gemutet. Wo seid ihr? Ich gucke nach so einem Secret. Wo soll das sein? Ich hab noch keins gefunden. Irgendwo rechts hinterm Schiff oder so. Soll es eine Luke geben? Ja, da sehe ich auf jeden Fall so einen Klimaanlagen-Nöpsel. Ob der das ist, kein Plan. Hier? Nee. Ich hatte vorhin mich schon mal ein bisschen weiter umgesehen, da habe ich aber noch nichts gesehen. Links vom Schiff. Wo ist Ralf? Ah, der bimmelt da hinten. Vorsicht, Tentakel! Hier, hier ist eine Luke. Wo? Links vom Schiff. Sag mal Piep. Da. Hier, hallo? Nee, Ralf? Warte mal, Sven. Ich bin nur... Ja, hier, Ralf, hier gibt's ein Secret. Ralf, nicht reingehen, hier. Was? Hier, warte mal. Climb, so. Drück in, spring in und... Aua. Ja. Dumm. Kösli, Aste, Spitz vom Metzger Knick. Dominik, Hunziker. Hast du gedrückt? Was? Ich hab nur ein Dings. Ich hab ein Lock. Ja, ein Lock hab ich bekommen. Kann man hier noch irgendwo hin? Soll ich mal versuchen? Warte. Irgendwo soll es einen Lichtschalter oder so geben. Wo geht Ralf hin? Ich sehe hier nix. Hier auch nicht. Oberhalb der Treppe. Ah, okay, warte. Warte, ich komm mit. So. Wo denn? Da? Irgendwas oberhalb der Treppe. Wo ist Ralf hingegangen? Weiß nicht. Oh, der fliegt jetzt gleich wieder ohne. Wir suchen hier ein Secret. Hey, Opfer, ja. Von Secret. Hast du dir noch Sachen aufgezahlt? Nee, ich was, nicht. Was haben wir? Herzklappen oder Schüssel. Ah, da, guck mal, ich hab was gefunden. Ja? Hier ist was. Ja? Hallo, hier. Drücken oder was? Ich weiß nicht, hier ist ein Container. Kann ich hier irgendwas. Eine Kette? Kann ich ihn?
Ja, wir hoffen, dass das Secret ja was bringt dann. Hat der Kreis da was? Ja, also hier ist irgendwie so ein Container, aber ich kann da nichts drücken oder so. Muss oberhalb der Treppe auf den Stahlträger. Oberhalb der Treppe, Ralf, auf den Stahlträger. Dann kannst du auch hier rüber. Lichtschalter hängt an der Decke. Was? Ja, hier, das Ding hier. Ah. Ja, gedrückt. Don't tell. Hier steht Batterie. Ah, da brauchst du die Dinger. Was für Dinger? Ja, diese Lampen, die ich geklaut habe. Ah, okay. Da brauchst du, die müssen da wahrscheinlich rein. Zwei Stück braucht man da. Ja. Blöd, ne? Ja. Ich finde, Julian kann mal eben rüberkommen und ein Abo dalassen, wenn er so nett ist schon. So, vielleicht kann ich hier noch was. Oh. Ups. Komm schon. Wie weit kann ich mich wohl runterarbeiten? Ja, okay, aber dann wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Bescheid! So, okay. Also Ralf meint, wir sind des Todes. Warum? Moment, da ist doch noch was zum Verkaufen hier. Da ist doch noch eine Taschenlampe. So, hast du das gehört, wie oft? Wo ist Ralf? Wo ist Ralf? Ich glaube, der hat Tentakel-Suizid begangen vielleicht. Kann Tedde eigentlich reconnecten? Aber ist eh egal, wir sterben jetzt dann eh, oder? Einfach mal gar nichts. Für Flashlights kriegst du nichts. Ja, komm, das schaffen wir eh nicht mehr. Sollen wir versuchen, den Schrank da reinzustopfen? Hier, nimm den Schrank. Weißt du was? Dann fick dich, ich bleib hier! Toll, werde ich jetzt alleine gefeuert? Ne, die werden erst nochmal wieder reingebracht und dann werde ich gefeuert. Oh, ja. Ich konnte mein Schicksal nicht entgehen. Ralf, was passiert? Wurdest du tentakelt? Genau, ja. Ja, ich sagte, er hat den Tod. Gefeuert! Ihr seid alle gefeuert! Du auch! Du auch! Du hast uns zurückgelassen! 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 Ich hab den Finger auf dich zeigen kann! Das war wieder ein Schuss in den Ofen! Oh Mann. So. Okay. Ja. Schön. Ihr wurdet schön alle gefeuert. Ja, du auch, wa? Nee. So, jetzt wieder schöne Musik. Die Klappe. So. So, okay, dann sind wir raus erstmal für heute. Ja, okay. Okay. Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, euch auch. Ralf ist ins Wasser gefallen, hat Moon the Fox gesagt. Woher weiß sie das? So, Leute, es war mir eine große Ehre. Es war ein wunderschöner Abend. Das Spiel ist abgestürzt zum Schluss nochmal. Richtig geil. Toll. Oh Mann, wie soll ich denn jetzt Musik anmachen? Leute, es war mir eine große Ehre. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, angenehmen Abend. Vielen, vielen Dank, Alter, für den fetten Support. Ihr habt ja wieder rausgelümmelt. Oder warte mal, ich gehe nochmal hier kurz rein und sag nochmal hier, hallo? Was macht ihr da? Da ist auch Kreis, so. Warst du abgeschmiert, Tedde? Was passiert? Ja, auf einmal war bei mir, hat sich keiner mehr von euch bewegt, dann hat keiner mehr mit mir gesprochen. Und dann habe ich mich allein gefühlt und dann. Konntest du nicht einfach wieder connecten? Habe ich nicht ausprobiert. Ah. Ich kam auch so nicht raus. Ich habe dann das alte Vier-Monster gedrückt. Und dann ging es bei euch auch weiter, irgendwie, keine Ahnung. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier im Chat noch sagen, Taserface! Okay, gut. Ich melde mich hier aus dem Discord ab, danke für den Lunzi. Ja. Ich meine, technisch gesehen wurde ich nicht gefeuert, ich habe gekündigt. Nur noch mal, um das festzuhalten. Ja, okay, stimmt. Okay. Ja, irgendwie ja schon.
Das ist natürlich viel besser, aber weil es Sperrfrist, jetzt kriegst du nichts mehr von der Company. Tschüss, ja. Gute Nacht. Und schönen Abend noch. Ja, euch auch. Ich bin hier der Ranus. Tschüss. Ciao, ciao. Was ist das? Wie komme ich denn hier aus dem Gespräch raus? Ralf, wie geht das? Dein Chat lässt mich nicht gehen. Hä? Wie machen die das? Ach, da drauf. Acht! So, Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht. Es war mir eine große Ehre. Wie immer, ich wünsche euch ein schönes, angenehmes Wochenende. Es ist Wochenende nämlich in Kreis Industries. Und dieses Spiel ist einfach nur völliger Wahnsinn. Ich sag's euch, wie es ist. Du kannst dich in diesem Spiel auf nichts vorbereiten. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Es passieren Dinge, die du vorher niemals vorhergesehen hast. Du denkst dir, oh geil, ne? Jetzt habe ich es endlich, ich hatte die Taschen voller Zeug in der Hand, hatte ich Kram und dachte, geil, jetzt zurück zum Schiff, wir können richtig Asche machen. Wumm, frisst dich ein Wurm. Das ist dieses Spiel in a nutshell. Das ist geil. Das macht aber immer wieder Spaß. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich bedanke mich für den Support bei allen Menschen da draußen, für die Unterstützung bei allen. Ich habe gesehen, es hat sich wieder ein neuer Steady eingeschlichen, während ich gestreamt habe. Falls du hier bist oder das im Nachhinein siehst, vielen, vielen Dank schon mal. Geiler Scheiß. Seid wie der Steady-Mann und geht bei Steady ran. Ja, es ist Wochenende. Ich mache mir ein Chiller-Wochenende mit meiner Tochter und ich werde wenn ich irgendwas streamen sollte, dann spontan. Aber ich plane nichts. Ihr wisst, Freitag, Samstag plane ich nie was. Dann wieder Sonntag. Wie die Abspannmusik heißt, Delta Beam, kommt drauf an. Es sind immer verschiedene. VR Birds von Harris Heller habe ich hier. Ich habe eigentlich alles von Harris Heller. Aber heute gebe ich euch Electric Rose, auch von Harris Heller. Und Da wünsche ich euch allen eine wunderschöne, angenehme, gute Nacht schon mal. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke fürs Reinlunzen und mach Mel Company. Ja, wie gesagt, wenn Ralf nächste Woche Donnerstag wieder da ist oder so oder vielleicht am Wochenende mal gucken. Oder, ja, mal sehen. Ne? Wie gesagt, wenn ich am Wochenende streame, dann nur spontan und auch nur, wenn die Kurze früh pennt. Ansonsten, wenn die Kurze sagt, hey Papa, ich hab Bock, Film gucken, weiß ich nicht, Roblox spielen, dann wisst ihr, Kind geht am Wochenende grundsätzlich immer vor, wenn sie da ist. Und sie ist seit Monaten am Wochenende hier, deswegen. Ne? Und ich muss auch noch ein bisschen Urlaubsvorbereitung machen, was heißt ein bisschen, ungefähr 20 Videos oder so. Aber ich habe ja auch mit Kies noch Urlaubsprojekte, also muss ich eigentlich gar nicht so viel machen. Und ja, Leute, ich bedanke mich, schlaft alle schön. Schönes Wochenende, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.